Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen BFV Online-Seminar Social Media für Amateurvereine. Wir senden heute in Anführungsstrichen zum ersten Mal deutschlandweit. Herzlich willkommen an alle eingewählten Teilnehmer. Wir machen heute den Aufschlag im Rahmen einer gemeinsamen Kampagne mit dem DFB, DFB Vereinsheim Mietlandesverband. An der Stelle darf ich auch ganz herzlich Sebastian Fink vom DFB begrüßen. Und meine beiden Referenten, Markus Giering vom 1. FC Kalchreuth und Sebastian Dirschel, mein Kollege beim Bayerischen Fußballverband, der für das Thema Social Media bei uns zuständig ist. Und ja, mein Name ist Tobias Fischer und ich freue mich an der Stelle nochmal, dass heute deutschlandweit sehr viele Teilnehmer eingewählt sind. Aktuell stehen wir bei 640 Teilnehmern zum Thema Social Media für Amateurvereine. Bevor wir jetzt loslegen und bevor ich das Wort zur Begrüßung nochmal an den Sebastian Fink vom DFB auch übergeben darf, möchte ich allen Teilnehmern kurz die Technik erklären. Sie sollten jetzt das Bedienpanel sehen. Das GoToWebinar-Bedienpanel kann um orangen Pfeil geöffnet bzw. geschlossen werden. Alle Teilnehmer sind aktuell stumm geschaltet und Sie haben bereits jetzt die Möglichkeit, im Bereich Unterlagen sich das Handout zum heutigen Seminar herunterzuladen. Und ebenfalls noch eine Kontaktliste, zu der wir später noch mal genauer drauf eingehen werden. Und über den Bereich Fragen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Wir werden die Fragen entsprechend bündeln und dann auch versuchen zu beantworten. Aufgrund der großen Masse an Teilnehmern möchte ich jedoch bereits jetzt darauf hinweisen, dass es uns möglicherweise nicht möglich sein wird, alle Fragen zu beantworten. Und dann darf ich jetzt das Wort an dich übergeben, Sebastian. Ja, vielen Dank, Tobi. Ja, herzlich willkommen in die Runde zu unserem Webinar. Ja, was haben wir heute mit euch vor? Ich glaube, Tobi hat es gesagt, was thematisch passiert. Und ich möchte vielleicht kurz zu Beginn nochmal erläutern, was dieses schöne DFB-Vereinsheim-Logo oben links zu bedeuten hat. Was verbirgt sich dahinter? Jetzt ist es wieder weg, aber gerade war es noch da. War ich. Ja, wer sind wir? Kein Thema. Wir sind die Abteilung Basisberatung und Entwicklung beim DFB. Was heißt das letztendlich? Ja, wir sind diejenigen, die beim DFB für den Amateurfußball zuständig sind. Das heißt von den Themen Jugendfußball, Mädchenfußball, Vereinsberatung, aber auch ein ganz wichtiges Thema ist eben bei uns die überfachliche Qualifizierung, sprich die Qualifizierung von ja, Leuten wie euch, die in Vereinen tätig sind, die im Vorstand tätig sind, die für den Bereich Social Media tätig sind und die eben aktiv in den Vereinen was bewegen. Von unserer Seite möchten wir natürlich euch immer möglichst, bestmöglichst unterstützen, auch bei den Themen, die ihr zu beackern habt. Das heißt, mit den vielen tollen Kolleginnen und Kollegen aus den Landesverbänden entwickeln wir verschiedene Bildungsangebote, um euch in eurer täglichen Arbeit zu unterstützen. Das heißt einfach meine Bitte und den Aufruf immer an euch, wendet euch dort gerne auch an eure Landesverbände. Sprich, in den Landesverbänden sitzen sehr kompetente Kolleginnen und Kollegen, A zum Thema Social Media, die euch unterstützen können, aber B insgesamt auch zu dem Thema Qualifizierung. Sprich, wenn in euren Vereinen immer Qualifizierungsbedarf besteht, in welche Richtung auch immer, dann nutzt bitte die umfangreichen Angebote auch eurer Landesverbände. Kommt auf die Kollegen aktiv zu, fordert auch Dinge ein, fragt nach, was es für Angebote gibt. Da gibt es ganz, ganz viel von Verbandsseite, was oftmals leider zu wenig bekannt ist. Von daher sehen wir uns als Partner, als Dienstleister auch für euch in den Vereinen. Und wie gesagt, mein persönlicher Wunsch einfach, nutzt noch mehr diese tollen Angebote. Und ja, wir machen heute in dieser Kooperation eben den Aufschlag mit den Kollegen aus Bayern, indem wir eben sagen, wir möchten ein Webinar pro Monat in den Fokus mal setzen, um auch zu zeigen, hey, guckt mal, was Tolles auf Landesverbandsebene geschieht. Und dementsprechend werden auch in den kommenden Wochen, Monaten immer mal wieder über fußball.de wird das Thema auftauchen, Webinar eines Landesverbands, dann auch zu unterschiedlichen Themen. Aber nichtsdestotrotz schaut einfach auch mal bei euren Landesverbänden, was es dort gibt und nehmt das, wie gesagt, in Anspruch. Das soll es auch soweit erstmal von mir gewesen sein. Von daher der Ball wieder nach München von Frankfurt, Tobi oder Sebastian, wer ist dran von euch? Ja, vielen lieben Dank, Sebastian. An der Stelle auch nochmal danke, dass wir den gemeinsamen Aufschlag heute machen dürfen. Ja, zum Projekt
DFB-Vereinsheim Miets Landesverband. Bevor ich jetzt an den Sebastian Dirschl übergeben darf, haben wir noch eine Kurzumfrage für alle Teilnehmer. Die sende ich jetzt in die Runde. Und zwar interessiert uns einmal, welche Funktion Sie bzw. du im Verein hast. Die Umfrage sollte für alle zu sehen sein. Einfach das auf euch zutreffende Ankreuzen. Sollte die Abstimmfunktion nicht funktionieren, dann das angezeigte Fenster möglicherweise mal minimieren, etwas kleiner machen, dann sollte das Abstimmen problemlos klappen. Es scheint aber gut zu klappen. Aktuell haben knapp 85% schon ihre Antwort gesendet. Dementsprechend gebe ich dem Ganzen jetzt noch mal so 5 Sekunden Zeit. Dann würde ich die Umfrage an der Stelle auch schließen und einmal allen das Ergebnis übertragen. Sprich, wir haben heute im Teilnehmerfeld 20% der Teilnehmer sind Vorstand im Verein. Dann haben wir 19% sind in der Abteilungsleitung oder Jugendleitung aktiv. 36% der Teilnehmer sind direkt als Social Media Beauftragter für den Verein tätig. 13% Trainer und 11% Sonstige. Allen nochmal herzlich willkommen und ich übergebe jetzt das Wort an dich, Sebastian, und darf allen an der Stelle viel Spaß wünschen. Ja, vielen Dank, Tobi, für die Einleitung. Danke auch Sebastian für die Worte vom DFB. Freut mich sehr, dass wir heute quasi den Startschuss machen dürfen. Wir dürfen die Vereinsheimreihe eröffnen. Und freut mich ganz besonders, dass ich das auch sein darf mit meiner Schulung Social Media für Amateurvereine, die wir in Bayern schon zum 5. Mal jetzt quasi anbieten. Das kam schon ganz gut an und mich freut es auch ganz besonders, dass wir es heute auch deutschlandweit anbieten dürfen. Ganz kurz vielleicht noch zu mir. Wer bin ich? Ich bin Sebastian, ich bin Social Media Manager bzw. Redakteur in der Presseabteilung beim Bayerischen Fußballverband. Ich habe euch hier auch gleich meine Kontaktdaten angegeben. Ich bin zu erreichen per E-Mail, per Telefon oder auch per Handy. Das ist besonders für die Leute da interessant, die aus Bayern heute dabei sind. Die dürfen mich bei vielen Fragen rund um das Thema Social Media immer ganz gerne kontaktieren. Ich helfe da immer gerne weiter. Für alle anderen, die heute aus anderen Landesverbänden dabei sind, denen sei auch nochmal gesagt, Sebastian hat es vorher angesprochen, es gibt in jedem Landesverband Social Media MitarbeiterInnen. Da haben wir euch die Kontaktdaten auch in den Unterlagen zur Verfügung gestellt. Also scheut euch da nicht und geht auch gerne auf die Kollegen in den Landesverbänden zu, wenn ihr einfach Fragen zum Thema habt. Wir starten dann auch gleich rein. Zu Beginn Ziele und Erwartungen. Ich habe mich gefragt, bevor ich diese Schulung konzipiert habe, mit welchen Zielen und welchen Erwartungen geht denn ein Teilnehmer eigentlich in so ein Seminar rein? Und das hätte ich mir jetzt alles selber ausdenken können, aber das habe ich nicht getan. Ich habe bei Instagram, bei unserem Instagram-Kanal einfach mal in die Runde gefragt, welche Erwartungen denn potenzielle Teilnehmer an so einem Seminar haben. Und ich habe da ganz vielfältige Antworten bekommen. Ich habe hier mal die häufigsten eingeblendet und das zeigt schon auch so ein bisschen, wie vielschichtig dieses ganze Thema ist. Also bei vielen geht es einfach so ein bisschen darum, welche Kanäle soll ich überhaupt nutzen? Welche Tipps und Tricks gibt es vielleicht? Wie kann ich meine Reichweite steigern? Oder auch, welche nützlichen Tools oder Apps gibt es, die mir bei der täglichen Arbeit in Bezug auf Social Media einfach weiterhelfen? Aus diesen Antworten habe ich dann weniger eine klassische Gliederung generiert, sondern mehr so eine Agenda und habe Lernziele formuliert und die will ich euch jetzt gleich am Anfang ein bisschen präsentieren. Heute lernt ihr zum einen, warum Social Media überhaupt so wichtig ist, auch für euch als Amateurverein. Ihr lernt, welche Kanäle relevant sind. Ihr lernt, wie ihr euch im Verein organisiert. Ihr lernt, und das ist so ein bisschen das Herzstück des ganzen Seminars, welche Inhalte gut ankommen. Da arbeiten wir mit ganz vielen Praxisbeispielen. Ihr lernt, wie ihr eine gute Community aufbaut, weil Community ist nicht gleich Community. Das werden wir dann auch noch sehen. Ihr lernt, wie ihr eure Reichweite steigert. Ihr lernt, welche Tools und Apps nützlich sind. Und zu guter Letzt sage ich auch noch ein bisschen was zu rechtlichen Dingen. Da aber jetzt schon gleich am Anfang die Einschränkung. Ich bin kein Jurist, ich kann das sehr aus der Praxis berichten, kann so die wichtigsten Dinge nennen, aber ich bin auch kein Datenschutzexperte, deswegen bleiben wir da so ein bisschen an der Oberfläche, weil auch dieses Thema Recht und Datenschutz im Social Web, das würde genug Stoff bieten für eine eigene Online-Schulung.
Gleich zu Beginn, warum Social Media? Da möchte ich einsteigen mit dem Zitat. Das lautet, Social Media geht nicht mehr weg. Es ist keine Modeerscheinung. Seien Sie dort, wo Ihre Kunden sind. Und das ist in den sozialen Medien. Das ist ein Zitat, das bei Schulungen dieser Art relativ häufig bemüht wird. Aber ich glaube auch echt zu Recht, weil das Ganze relativ gut auf den Punkt bringt. Wir müssen dahin gehen, wo unsere Kunden sind. Unsere Kunden sind in dem Fall unsere Spieler, unsere Vereinsmitglieder, aber auch unsere potenziellen Mitglieder. Und wir dürfen nicht mehr erwarten, dass die einfach so zu uns kommen, sondern wir müssen dahin gehen, wo sie sich sowieso bewegen. Und das ist in den sozialen Medien. Warum Social Media? Dazu ein paar Zahlen zur allgemeinen Internetnutzung erstmal in Deutschland. Wenn man sich das anschaut, 94% der Deutschen nutzen das Internet und 72% sogar täglich. Und wenn wir in die relevante Zielgruppe, die Zielgruppe, die wirklich für einen Fußballverein auch interessant ist, reingehen, also die 14- bis 29-Jährigen, da beträgt die Tagesreichweite des Internets ganze 97%. Also ist quasi jeder online. Ein Drittel der Bevölkerung nutzt täglich sogar Social Media. Da ist die Tendenz weiterhin steigend. Also immer mehr Leute nutzen Social Media. Und auch hier nochmal runtergebrochen auf die relevante Zielgruppe 14 bis 29 Jahre. Ist für 80% Social Media regelmäßige Praxis. Das nur so ein paar Zahlen zur Einordnung am Anfang. Wer sich da ein bisschen tiefer einarbeiten möchte, wer sich für sowas interessiert, dem sei die ARD-ZDF-Online-Studie ans Herz gelegt. Die erscheint jedes Jahr im Herbst und hat die wichtigsten Zahlen da immer zusammengefasst. Warum Social Media? Jetzt ein bisschen spezifisches Zitat, runtergebrochen auf den Amateurverein. Das kommt von der Katharina Schöttl, die arbeitet beim Internationalen Fußballinstitut in München. Das heißt, wenn ich als Verein regional und lokal wahrgenommen werden möchte, dann führt kein Weg an den sozialen Medien vorbei. Und das Ganze ist vollkommen unabhängig von der sportlichen Ambition. Also Stichwort lautet hier einfach Wahrnehmung. Wenn ich als Verein wahrgenommen werden möchte, dass ich stattfinde in den Köpfen der Leute, muss ich in den Social Media aktiv sein. Und da ist es vollkommen egal, ob ich jetzt der FC Bayern bin, der in der Bundesliga aktiv ist, oder Borussia Dortmund, oder ich bin der Verein, der in der Kreisklasse aktiv ist, das ist vollkommen egal. Wenn ich wahrgenommen werden möchte, dann muss ich in den sozialen Medien aktiv sein. Die Social Media bergen sehr, sehr viele Chancen und Potenziale. Zum einen, ich habe das Stichwort schon angesprochen, Wahrnehmung, Stärkung der regionalen und lokalen Wahrnehmung. Ich will in den Köpfen der Leute stattfinden. Wenn ich in den sozialen Medien aktiv bin, dann schaffe ich das. Ich habe über die sozialen Medien die autarke Chance zur Außendarstellung meines Vereins. Bedeutet nichts anderes, als dass ich als Verein nicht mehr darauf angewiesen bin, dass der Lokaljournalist bei mir am Sportplatz vorbeischaut, Fotos macht, einen Bericht über mein Spiel schreibt, sondern ich kann das alles selber machen. Ich kann meine eigenen Angebote bewerben, seien es jetzt irgendwelche Kursangebote auch innerhalb des Vereins, sei es auch mein Vereinsfest oder ich suche einfach Spieler für meine Nachwuchsabteilung. Ich kann Mitglieder binden und ich kann Mitglieder gewinnen. Bei Gewinnung wieder das Stichwort Wahrnehmung. Wenn ich wahrgenommen werde, werde ich interessant für die Leute und gewinne möglicherweise Mitglieder. Mitgliederbindung. Leute freuen sich einfach, wenn sie vielleicht auch Teil des Ganzen sind. Ich kann Zuschauer gewinnen über die sozialen Medien. Das funktioniert. Und wenn es nur 2 oder 3 sind, die am Wochenende mehr kommen und die Eintritt bezahlen bei euch, die sich eine Bratwurst kaufen, die vielleicht noch ein Bier kaufen, dann habe ich auch als kleiner Amateurverein schon wahnsinnig viel gewonnen. Social Media hilft mir auch bei der Sponsorenakquise. Man sagt so unter dem Stichwort, das ist ein bisschen so, Social Media ist die neue Bandenwerbung. Da werden wir nachher auch noch so ein bisschen drauf kommen. Und ich kann vor allem mit meiner Zielgruppe direkt kommunizieren. Also soziale Medien sind keine Einbahnstraße, sondern es ist eine Mehrwegkommunikation. Das bedeutet, ich kann direkt in den Austausch mit meinen Mitgliedern treten. Über diese Chancen und Potenziale habe ich mit der Katharina Schöttl vom Internationalen Fußballinstitut mal ein ausführliches Interview gemacht. Ich habe euch hier den Link eingeblendet. Könnt ihr euch gern mal reinklicken. Da geht das Ganze noch so ein bisschen mehr in die Tiefe. Ist sicherlich ganz interessant. Dann kommen wir auch schon zum ersten Praxisbeispiel. Wir sehen es hier, das ist ein Facebook-Post, den wir beim Bayerischen Fußballverband abgesetzt haben am 19. August 2019. Ist überschrieben mit Tiki-Taka, gibt es nur bei Barca? Nein, sondern auch beim Kreisligisten SV Inter Bergsteig-Amberg.
Und ich würde das Video jetzt einfach mal laufen lassen, dann könnt ihr euch das mal anschauen. So, ich hoffe, das Video war bei allen gut zu sehen, lief einigermaßen flüssig. Das war ein Spielzug, wie er im Prinzip an jedem Wochenende auf jedem Fußballplatz in ganz Deutschland stattfinden kann. Zugegebenermaßen, es war ein sehr schöner Bergspielzug, deswegen auch mit Tiki-Taka hier überschrieben. Und das ist der erfolgreichste Post, der jemals auf der Facebook-Seite des Bayerischen Fußballverbandes abgesetzt wurde. Und hier mal einfach nochmal zur Verdeutlichung, welches Potenzial da wirklich drinnen steckt in den sozialen Medien. Wir haben mit diesem Post eine Reichweite von über 4 Millionen erzielt. Das Video wurde über 1,5 Millionen Mal aufgerufen. Wir haben über 200.000 Interaktionen erzielt. Das Video wurde fast 2.500 Mal geliked. Wir hatten 818 Kommentare und fast 150 Shares. Das ist bis heute der erfolgreichste Beitrag in der Geschichte des Bayerischen Fußballverbands auf Facebook. Und verdeutlicht einfach mal die Dimensionen, die sowas auch hier annehmen kann. Wenn man das mal so ein bisschen ins Verhältnis setzen möchte, wenn man sich mal anschaut, wie viele Zuschauer im Schnitt ein Spiel vom FC Bayern bei Sky anschauen, da liegt die Quote bei einem Einzelspiel ungefähr bei 1,2 Millionen. Hier stehen wir bei 1,5 Millionen, die sich das angeschaut haben. Ja, ich weiß, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber nur, dass man es mal so ein bisschen einordnen kann. Und ja, auch damit werde ich nicht so viel gewinnen, aber ich habe dieses Video 1,5 Millionen Leute gezeigt. Ich habe diesen 1,5 Millionen Leuten gezeigt, hey, auch in der Kreisliga wird toller Fußball gespielt und auch hier wieder vielleicht schaffen wir es damit, dass der ein oder andere sich überlegt, hey, warum gehe ich am Wochenende nicht mal zu meinem lokalen Amateurclub, weil das ist auch ein tolles sportliches Ereignis. Und dann verzichte ich vielleicht doch mal auf die Bundesliga im Fernsehen, sondern gehe zu mir auf dem Amateurfußballplatz. Und da wieder, wenn ich es dann wirklich nur schaffe, jetzt wir als BEV, wenn wir über diesen Beitrag es schaffen, am Wochenende ein paar hundert Leute dazu zu bewegen, dass sie mal wieder auf einen Fußballplatz gehen, dann haben wir schon wahnsinnig viel gewonnen. Wir gehen weiter zum Thema relevante Kanäle. Welche Kanäle sind überhaupt relevant? Da ist es mir vielleicht am Anfang erstmal wichtig, dass ihr versteht, was sind überhaupt soziale Medien? Was ist Social Media überhaupt? Das ist nämlich sehr viel und mehr, als man eigentlich denkt. Social Media beschreibt Webseiten und Apps, über die Nutzer Inhalte kreieren sowie teilen können und sich vernetzen können. Und zentrales Merkmal ist die Interaktivität. Das bedeutet, ich kann selber Inhalte kreieren und ich kann mit anderen Nutzern in den Austausch treten. Ich habe euch hier jetzt mal die 8 vielleicht gängigsten Plattformen eingeblendet. Facebook, Instagram, WhatsApp, das haben wahrscheinlich alle von euch auf dem Handy. Werden Sie aber nicht denken, oh, das ist auf jeden Fall ein Social-Media-Angebot. Ist es aber schon, denn ich kann auch über WhatsApp Inhalte kreieren und kann sie mit anderen Nutzern teilen, meinen Kontakten. Auch YouTube ist eine soziale Plattform. Auch Wikipedia wäre zum Beispiel ein Social-Media-Angebot. Wir haben hier noch TikTok dabei, wir haben Twitter dabei, wir haben Snapchat dabei, das ist der Geist, und Pinterest dabei. Und mir geht es hier jetzt wirklich um die relevanten Kanäle und ich glaube, dass man allein schon diese 8 Kanäle absolut reduzieren kann auf 3 relevante Kanäle, die für euch interessant sind als Amateurfußballclub. Und das ist Facebook, Instagram und WhatsApp. Warum? Dazu erzähle ich euch jetzt gleich mehr. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle anderen Plattformen nicht relevant sind. Aber man muss sich gerade als Amateurfußballclub, wir sprechen ja hier immer noch von einem Ehrenamt, immer vor Augen halten, in welchem Verhältnis steht der Aufwand zu einem Nutzen. Und klar, wenn es ein Verein einen begeisterten Filmer in seinen Reihen hat und seine Heimspiele filmt und immer irgendwie einen Videobericht filmt und das auf YouTube stellt, dann kann auch YouTube interessant sein. Wenn eine A-Jugend Bock hat, einen TikTok-Account aufzumachen, dann kann auch TikTok interessant sein, weil es einfach die Zielgruppe trifft. Wenn jemand Bock hat zu twittern, kann er das auch machen. Aber ich glaube trotzdem, für den durchschnittlichen Amateurverein sind diese 3 Kanäle, die ich oben noch nicht durchgestrichen habe, einfach interessant. Das sind Facebook, Instagram und WhatsApp. Warum? Wir gehen erstmal zu Facebook. Da wird
oft gesagt, ja, Facebook ist tot, aber stimmt es so überhaupt nicht. Facebook ist nämlich immer noch weltweit die größte Social-Media-Plattform, die in Deutschland von 26% zumindest wöchentlich genutzt wird. 14% nutzen in Deutschland Facebook sogar täglich. Hier auch wichtig, Facebook wird zu 90% mobil genutzt. Das ist wichtig, sich zu verinnerlichen, weil alle Social-Media-Angebote im Prinzip auf unseren Smartphones stattfinden und nicht mehr auf dem Laptop oder auf einem Desktop-PC. Facebook hat eine relativ große Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren und gerade so im älteren Sektor ist es stark ansteigend. Instagram ist die am stärksten wachsende Social-Media-Plattform. 20% der Deutschen nutzen Instagram zumindest wöchentlich und 15% sogar täglich. Und das ist ganz interessant, diese 15%, weil wenn wir hier nochmal einen Step zurück machen, bei Facebook haben wir eine tägliche Nutzung von 14%, bei WhatsApp, bei Instagram sogar 15% inzwischen. Das bedeutet, in der täglichen Nutzung hat Instagram Facebook inzwischen den Rang abgelaufen. Instagram ist optimiert für Smartphone von Anfang an und lebt von visuellen Reizen und Emotionen. Und ich habe vorher schon oft von der relevanten Zielgruppe gesprochen, der 14- bis 29-Jährigen. Die ist gerade hier bei Facebook aktiv. WhatsApp verstehe ich weniger als Social-Media-Kanal, über den ihr euch nach außen präsentiert. WhatsApp ist für mich eher eine Geschichte, mit dem ihr euch im Verein organisiert. Hat wahrscheinlich jeder von euch auf dem Smartphone, 78% aller Deutschen nutzt WhatsApp. Und ich finde, dass WhatsApp einfach ein wahnsinnig gutes Tool ist, um sich im Verein zu vernetzen, quasi hier eine Gruppe zu gründen, in die man alles einfach reinstellt, was potenziell auf den Social Media stattfinden kann. Also postet da in die Gruppe Bilder rein, Videos rein, Texte rein, die irgendwo stattfinden können und tauscht euch damit einfach aus. Wichtig ist an der Stelle aus meiner Sicht einfach, dass da einer oder maximal zwei oder drei den Hut aufhaben sollten, den redaktionellen Hut aufhaben sollten, die dann am Ende entscheiden, das verwende ich vielleicht nicht und dann einfach den Content auswählen. Wir kommen jetzt zum Herzstück des Seminars heute. Das sind die Themen, die ankommen. Und wenn ich über Themen spreche, die ankommen, dann wird ganz oft dieses Zitat begnügt, Content is King. Also es kommt immer auf den Inhalt an. Und damit Inhalt einfach gut ankommt, kann er verschiedene Merkmale erfüllen oder sollte verschiedene Merkmale erfüllen. Zum einen, guter Content gefällt der Zielgruppe meiner Community. Meine Zielgruppe, meine Community fühlt sich im besten Fall sehr eng mit mir, mit meinem Verein verbunden und ist fußballaffin. Darauf muss mein Content ausgerichtet sein. Guter Content ruft eine Reaktion hervor. Also es ist ein Content, auf den Nutzer reagieren. Sei es jetzt bei Instagram, indem sie aufs Herzchen drücken oder einen Kommentar abgeben, bei Facebook liken, kommentieren oder auch den Teilen-Button drücken. Sowas entsteht oftmals durch ein sogenanntes Call to Action. Das bedeutet, ich rufe den Nutzer aktiv dazu auf, zu reagieren. Also ich frage zum Beispiel nach seiner Meinung. Guter Content weckt Emotionen. Über Emotionen funktioniert alles. Wenn ein Beitrag Emotionen hervorruft, dann wird er auch funktionieren und dann ist der Content gut. Guter Content bedient den sogenannten Küchenzuruf. Das ist eine Geschichte aus dem Journalismus. Küchenzuruf bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass man guten Content, einen guten Inhalt relativ knapp zusammenfassen kann. Bedeutet, ein Kind kommt aus der Schule heim und ruft seiner Mutter in der Küche zu. Daher kommt auch dieser Ausdruck Küchenzuruf. Hast du schon gehört, dass? Also zum Beispiel, hast du schon gehört, dass unser Amateurclub einen super Torjäger verpflichtet hat? Dann ist ein Content gut, wenn ich ihn so knapp zusammenfassen kann. Guter Content ist neu und einzigartig, daher auch dieses Stichwort News. Wir sprechen ja immer von Neuigkeiten, von News. Der Nutzer will was Neues erfahren. Guter Content ist meinungsstark. Ihr dürft euch da ruhig auch mal was trauen. Meinungen polarisieren vielleicht mal, aber guter Content ist meinungsstark, dann funktioniert er auch. Und guter Content bietet dem Nutzer vor allem einen Mehrwert. Also der Nutzer muss, nachdem er den Content gesehen hat, nachdem er den Inhalt gesehen hat, euren Post gesehen hat auf Facebook oder Instagram, sich denken, ja, davon habe ich jetzt profitiert, ich habe was Neues erfahren oder es hat mir einfach selber was gebracht. Und guter Content ist qualitativ hochwertig. Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, gerade bei Instagram. Das ist sehr bildlastig.
Ich muss dann schon schauen, dass ich qualitativ hochwertige Bilder verwende. Oftmals wird auch gesagt, so ja, auf sozialen Medien funktionieren Videos besonders gut. Das ist richtig. Aber wenn es ein schlechtes Video ist, dann benutze ich vielleicht lieber ein, zwei gute Bilder. Das meint qualitativ hochwertig. Wir machen da nochmal einen ganz kurzen Ausflug in die Kommunikationswissenschaft, weil ich euch einfach so ein bisschen sensibilisieren möchte dafür, was kann ich überhaupt posten, welcher Inhalt ist für mich überhaupt relevant, weil das auch immer so eine Frage ist, die wird mir an mich hingetragen, wird gefragt, ja, was kann ich denn überhaupt posten? Deswegen gibt es die Nachrichtenfaktoren, das ist eine Theorie aus der Kommunikationswissenschaft, orientiert euch daran, und wenn euer Inhalt zu einem dieser Faktoren passt, dann könnt ihr das gerne verwenden. Das ist zum einen Aktualität. Das ist vielleicht so der wichtigste Faktor. Wenn ihr jetzt gespielt habt und ihr habt gewonnen oder auch verloren, das ist vollkommen egal, möchte ich relativ schnell nach Abpfiff wissen, wie habt ihr denn gespielt? Postet euer Ergebnis. Räumliche Nähe ist ein Nachrichtenfaktor. Alles, was irgendwo in engerer Umgebung zu eurem Verein stattfindet, vielleicht auch in eurem Dorf stattfindet, in eurem Stadtbezirk stattfindet, ist ein Nachrichtenfaktor. Erfolg ist ein ganz wichtiger Nachrichtenfaktor. Also wenn ihr gewonnen habt, dann postet es. Sprecht darüber, wenn ihr gewonnen habt, weil es gibt ja nichts Schöneres, als seinen Erfolg dann auch noch in den sozialen Medien zu feiern. Genauso aber auch Misserfolg. Also scheut euch auch nicht, bei einer Niederlage was zu posten. Das gehört genauso dazu und ist genauso ein Nachrichtenfaktor wie Erfolg. Ein ganz, ganz wichtiger Nachrichtenfaktor ist Personalisierung. Das gibt vielleicht nicht immer jeder gerne zu, aber es ist einfach so, dass man sich selber sehr gerne wiederfindet auf diesen sozialen Medien. Also rückt eure Akteure in den Mittelpunkt, rückt eure Spiele in den Mittelpunkt, rückt eure Trainer in den Mittelpunkt, stellt die dar. Auch mal gerne den Platzwart, den Vorstand, den Kassier. Habt ihr vielleicht irgendeinen besonderen Edelfan, den ihr mal in den Vordergrund stellen könnt. Alles, was personenbezogen ist, funktioniert. Human Interest ist ein ganz besonders guter Nachrichtenfaktor. Nicht umsonst liegen bei jedem Friseur diese Yellow Press-Geschichten aus. Human Interest meint, hat jemand bei euch im Verein geheiratet? Gab es irgendwo Nachwuchs bei euch im Verein? Berichtet darüber, das sind Dinge, die einfach funktionieren. Prominenz ist ein wichtiger Nachrichtenfaktor. Habt ihr vielleicht irgendwie einen ehemaligen Bundesligaspieler als Trainer, habt ihr vielleicht einen Edelfan, den man irgendwie bei euch auch über die Landkreisgrenzen raus kennt, kommt vielleicht auch mal der Bürgermeister zu eurem Spiel. Alles das sind Dinge, über die man berichten kann. Und als letztes, was ich hier noch aufführen möchte, ist der Schaden. Auch wenn das jetzt erstmal vielleicht nicht so positiv besetzt ist, auch Schaden ist ein ganz wichtiger Nachrichtenfaktor. Ich sehe das immer häufiger so, dass zum Beispiel irgendwie am Wochenende irgendwelche Idioten über einen Fußballplatz fahren mit dem Auto oder dass irgendwelche Ankündigungsplakate abgerissen werden. Das ist im ersten Moment blöd für euch, für euren Verein, richtig ärgerlich. Aber auch sowas könnt ihr kommunizieren, über sowas könnt ihr berichten. A, interessiert das die Leute? Und B, profitiert ihr vielleicht sogar noch davon, weil euch jemand bei der Aufklärung hilft. Jetzt wird's praxisnah, jetzt schauen wir mal, wie das die Vereine selbst machen. Ich habe hier natürlich jetzt Beispiele aus dem Bayerischen Fußballverband, aus Bayern ausgewählt, aber die findet man in ganz Deutschland in ähnlicher Art und Weise. Und ich glaube, was ein bayerischer Verein macht, kann nicht ganz so verkehrt sein und daran kann sich auch ein Verein aus einem anderen Land was abschauen. So. Ankündigungen. Ihr spielt, dann müssen die Leute auch wissen, dass ihr spielt. Postet das, kündigt an, dass ihr spielt. Wir sehen es hier auf der linken Seite, der FV Illertissen und der TSV 1860 Rosenheim sagt, am Samstag, 23. November, spiele ich beim TSV 1860 Rosenheim. Oder auf der rechten Seite, der VfB Kulmbach kündigt sein Derby-Spiel an gegen den BSC Kulmbach. Die Leute müssen wissen, dass ihr spielt, dass sie überhaupt zu eurem Spiel kommen können. Anders funktioniert es ja überhaupt nicht. Hier haben wir noch zwei weitere Beispiele. Einmal von der DOK Waldram, ist eine U19, und auf der rechten Seite der TSV DOK Wiesentheid. Hier ist ganz schön zu erkennen, ich habe vorher auch schon über Sponsorenakquise gesprochen. Wir haben hier zwei Sponsorenlogos mit integriert. Das wird euch nicht das große Geld bringen,
Aber wenn diese Sponsoren euch wohlgesonnen sind und vielleicht mal irgendwie ein Goodie zukommen lassen, dann ist euch da auch schon sehr, sehr viel geholfen. Hier nochmal zwei schöne Geschichten. Hier auf der linken Seite die SSV Dillingen, die unten auch eine Apotheke hiermit integriert hat in ihr Spielankündigungsvisual, so nenne ich das immer so ein bisschen. Und auf der rechten Seite der FC Karlschreuth, oben auch eine Werbung drin von einer lokalen Druckerei. Genauso wichtig wie Spielankündigungen sind dann am Ende die Ergebnisse. Wie habt ihr gespielt? Ich habe es vorher schon gesagt. Erfolg, Misserfolg, sprecht darüber. Auf der linken Seite einfach ein aktuelles Spielbild, das Ergebnis, die zwei Logos der beteiligten Vereine und gut ist es schon. Auf der rechten Seite sogar noch einfacher, sieht aber optisch ganz hübsch aus, reicht im Zweifel für die schnelle News. Das will ich einfach dann spätestens eine halbe Stunde nach Schlusspfiff auf euren Social Media Kanälen sehen. Das sieht jetzt sehr schick aus, macht dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen Angst, aber wir werden am Ende dann auch noch sehen, dass es da Tools gibt, mit denen sicherlich auch ihr, mit denen eigentlich jeder solche Grafiken basteln kann. Hier zum Thema Spielberichte auch nochmal kurz das Thema Robotertexte angeteasert. Das ist jetzt ein Screenshot aus Bayern. Wir in Bayern bieten zu jedem Spiel, das bei uns auf Verbandsebene stattfindet, einen automatisierten Spielbericht an. Den können unsere Vereine in Bayern einfach so verwenden, können sie einfach Copy-Paste machen, können den Spielbericht noch einfach so ein bisschen schöner gestalten, können noch ein Zitat von dem Trainer ergänzen, können noch zu dem ein oder anderen Tor vielleicht eine Beschreibung abgeben, können noch eine Einschätzung dazu schreiben und schon habe ich in wenigen Minuten einen Spielbericht. Diese Robotertexte gibt es nicht nur bei uns in Bayern, sondern die gibt es auch deutschlandweit über fußball.de. Auch da könnt ihr euch mal über fußball.de einfach informieren, wo ihr die Robotertexte da findet, wie ihr mit denen umgehen könnt, was ihr damit machen könnt. Aber einfacher geht es eigentlich wirklich nicht im Nachgang. Im Nachgang habt ihr dann einen Spielbericht. Wichtig, Tore, Tore, Tore. Beim Fußball geht es um den rollenden Ball. Und wir wollen immer, dass was passiert. Wenn der Ball im Netz einschlägt, ist das super. Hier zwei Beispiele vom TSV Otterfing und vom FC Töging, die hierzu die Sporttotalkamera nutzen, die bei ihnen hängt. Die hängen ja inzwischen deutschlandweit auf relativ vielen Plätzen. Hat zwar nicht jeder Verein, aber ist eine gute Möglichkeit, wenn man es hat. Wenn man keinen hat, dann ist es eine super Geschichte. Jeder hat eigentlich immer ein Smartphone dabei. Und natürlich ist es nicht immer einfach, ein Tor zu filmen, aber ich denke, und hier besonders zum Beispiel an Elfmeter, an Freistöße, an Eckstöße. Jeder filmt mal gerne und hält mal mit seinem Handy drauf und vielleicht habt ihr auch mal das Glück, das ein oder andere Tor einzufangen und dann postet es. Wenn der Ball rollt, sowas funktioniert immer. Kabinen-Selfies habe ich das jetzt hier mal genannt. Ich meine damit mehr so behind the scenes. Nehmt eure Zuschauer, eure Fans einfach auch mal damit hin, wo sie sonst nicht hinkommen. So wie auf der linken Seite jetzt mal in die Kabine vom SV Frauen Biburg oder auf der rechten Seite von den Moosacher Mädels, das ist ein Verein aus München, die hier einfach mal Einblicke in ihren Mannschaftsabend geben. Also so eine Behind-the-Scenes-Geschichte, so jemanden wohin nehmen, wo man sie eigentlich, wo man normal keinen Einblick bekommt, funktioniert immer wunderbar. Vorstellungen. Ich habe vorher schon viel über Personalisierung gesprochen. Rückt eure Akteure in den Mittelpunkt. Was sich hier besonders gut anbietet, sind Vorstellungen eurer Spieler und Spielerinnen. Hier auch die Moosacher Mädels, die habt man gerade schon mal. Einfach hier links das Porträtbild. Dann wischt man einmal nach rechts, kommt so ein kleiner Steckbrief. Ja, nein, Antworten. Sowas funktioniert wunderbar. Hier warne ich nur oder möchte euch so ein bisschen sensibilisieren, was ihr hier angebt. Das ist jetzt hier auch vielleicht nicht ganz so harmlos. Da wird auch gefragt, magst du lieber Bierfass oder Wein oder magst du, welche Art von Mass magst du lieber? Das ist in dem Fall schon mal so okay, weil da brauchen wir uns nichts vormachen. Das sind Dinge, die gehören einfach zum Amateurfußball dazu und ist auch beim Frauenfußball in der Richtung auch mal in Ordnung, wenn man sowas macht. Ich habe das nur zum Beispiel mal gesehen bei einem Verein, der hat seinen Jugendtrainer vorgestellt. Und da wurde der Trainer der E-Junioren vorgestellt und da stand dann bei Hobbys unter anderem Shisha-Rauchen dabei. Jetzt ist Shisha-Rauchen sicherlich ein gängiges Hobby und ist auch ein legitimes Hobby, das kann der gerne machen. Wenn ich aber einen E-Jugendtrainer vorstelle, dann verfolge ich damit auch so ein bisschen das Ziel vielleicht,
Eltern darauf aufmerksam zu machen und Eltern dazu zu bringen, dass sie vielleicht ihre Kinder zu mir in den Verein schicken. Und wenn dann bei einem E-Jugendtrainer dasteht, er raucht in seiner Freizeit gerne Shisha, dann kommt es vielleicht nicht immer so gut an. Also da muss man einfach so ein bisschen sensibel sein. Das möchte ich euch an der Stelle einfach noch mitgeben. Genauso Personalisierung meint Glückwünsche zum Geburtstag hier auf der linken Seite von der Spielvereinigung Bayreuth, auf der rechten Seite vom ESV Freilassing. Sind auch immer Geschichten, die funktionieren immer gut und die Spieler, die Geburtstag haben, freuen sich auch. Gerade auch, wenn es darum geht, ja, was könnt ihr denn posten? Alleine, wenn ihr jetzt einen Instagram-Account für eure erste Mannschaft habt, dann habt ihr 20 Spieler, noch einen Trainer, einen Co-Trainer, eine Physiotherapeutin vielleicht dabei, dann habt ihr schon um die 20 Posts, die ihr einfach übers Jahr streuen könnt und schon habt ihr Inhalt. Genauso wie Transfers. Ein Spieler wechselt zu euch, das freut ihn schon wahnsinnig, dass er dann jetzt in euren Farben auflaufen darf, aber noch mehr freut es ihn dann vielleicht, oder auch ein bisschen freut es ihn, wenn er dann auf euren sozialen Medien stattfindet, hier auf der linken Seite der FC Karlsruhe, der hier über eine Vertragsverlängerung berichtet, und auf der rechten Seite der FC Stetzling, das liegt bei Augsburg, der hier seinen Neuzugang im Angriff vorstellt. Wie gesagt, Personalisierung, nehmt eure Akteure mit ins Boot und nutzt auch eure Akteure, eure Spieler als sogenannte kleine Multiplikatoren. Also die Akteure, die ihr vorstellt, die teilen eure Geschichten, die ihr da eben postet, und spielen damit den Inhalt noch in ganz viele andere Timelines rein oder im Falle Instagram einfach in ihre Story. Gesuche funktionieren wunderbar. Also ich habe es vorher schon gesagt, man kann Trainer suchen. Also hier wäre auf der rechten Seite der ESV München Ost oder eben auch auf der linken Seite, man sucht Kinder für die Nachwuchsabteilung. Wichtig ist mir ist hier an der Stelle aus meiner Sicht einfach auch die richtige Nutzeransprache. Nutzeransprache meine ich dahingehend, sprecht immer die Leute an, die sich auch vor dem Smartphone befinden. Ich sehe das ganz oft, dass immer die Community angesprochen wird. Zum Beispiel, wie seht ihr das? Oder wie findet ihr das? Das finde ich schlecht persönlich, weil wenn man mit ihr agiert, dann suggeriert das immer eine Gruppe, aber vor dem Smartphone sitzt in der Regel keine Gruppe, sondern da sitzt eine einzige Person. Und diese eine einzige Person spreche ich mit du an. Auf der linken Seite ist es auch nicht so ganz hundertprozentig glücklich, auch wenn es auf den ersten Blick gut erscheint. Wir suchen dich, wir suchen aber ein Kind. Und ein Kind, also das hier im Jahrgang 2014, 2015 geboren ist, wird sich nicht bei Instagram rumtreiben, hoffe ich zumindest, sondern hier spreche ich ganz klar die Eltern an. Auf der rechten Seite Trainer gesucht, das ist neutral gehalten, das kann man so machen. Aber haltet euch immer vor Augen, wen sprecht ihr eigentlich an und welches Ziel verfolge ich. Ich kann Facebook und Instagram auch dazu nutzen, Fanartikel zu verkaufen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit habe ich das bei vielen Vereinen gesehen. Ist eine super Geschichte, um auch seine Fanartikel an den Mann zu bringen und vielleicht auch die ein oder andere Mark zu verdienen. Das waren jetzt viele verschiedene Ideen, glaube ich, die ihr da mitnehmen könnt, Themen, die ankommen. Ich habe davon gesprochen, Content is King. Wir sind aber jetzt noch nicht am Ende, denn dieses Zitat lässt sich noch ein bisschen erweitern, und zwar durch den Zusatz, but context is God. Also der Inhalt ist der König, aber der Kontext ist der Gott. Bedeutet für mich so ein bisschen, das sind die Themen, die richtig durch die Decke gehen können. Ihr müsst den Kontext im Blick haben. Aber was bedeutet jetzt Kontext? Also Kontext kann ganz viele verschiedene Dimensionen annehmen. Kontext kann zum Beispiel auch die Nutzungssituation sein, in der ich jemanden abhole. Daher kommen so diese klassischen Post-Zeiträume. Also viele posten gerne in der Früh und am Abend. Hat den Hintergrund, in der Früh erwische ich viele, die irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, sei es in der U-Bahn, im Zug, einfach mal auf ihr Smartphone schauen und da soziale Medien konsumieren. Oder am Abend dann eben diese sogenannte Second-Screen-Nutzung vor dem Fernseher auf der Couch. Ich meine Kontext aber hier eher so ein bisschen anders. Ich meine Kontext hier vor allem Bezug nehmend auf etwas. Nehmt Bezug auf ein Ereignis und münzt das dann passend für euren Verein um. Aktuelles Beispiel ist jetzt ein bisschen her, ist der Kollege Bernie Sanders, der hier bei der Amtseinführung in den USA mit diesem Wintermantel, mit der Maske und diesen Handschuhen fotografiert wurde, auf diesem Stuhl sitzend.
Und diesen Bernie Sanders haben ganz viele zum Anlass genommen, den da freizustellen und irgendwo in soziale Medien, in irgendwelche Bilder reinzumontieren. Beispiel der TSV Wasserburg aus Oberbayern, der den Bernie Sanders genommen hat und den auf sein verschneites Vereinsgelände montiert hat. Und um die Kirsche auf der Torte noch oben drauf zu setzen, hat er einen Sponsor integriert. Das sind Geschichten, die einfach wahnsinnig gut funktionieren. Also schaut da einfach mal durch. Also das hat wahrscheinlich jeder von euch mal gesehen, dass der Bernie Sanders irgendwo auf einem Fußballplatz auftaucht. Kontext, genau hier wieder auf aktuelle Themen irgendwie mit aufspringen. Hier nochmal auf der linken Seite ein Beispiel der Wasserburger Löwen. Löwen setzen ein starkes Zeichen gegen Rassismus, gehen hier auf die Knie, diesen Kniefall, wie man alle mal kennengelernt hat oder wie es halt einfach durch die Medien ging, wie viele das gemacht haben in den sozialen Medien, quasi jeder. Der TSV Wasserburg springt mit auf. Oder auf der rechten Seite der FC Eintracht Bamberg, der beim Blackout Tuesday einfach diese schwarze Kachel gemacht hat. Das hat auch fast jeder gemacht und ja, das ist vielleicht im ersten Schritt ein bisschen einfallslos, aber das sind trotzdem Dinge, die einfach funktionieren. Und man kann sich als Verein damit auch einfach positionieren. Genauso wie hier die SSV Dillingen, die hier ihr Logo vor einer Regenbogenfahne postet, um für Diversität im Fußball zu werben und sich als Verein einfach zu positionieren. Oder auf der rechten Seite auch Kontext der TSV Sulzfeld, die diese tollen Reckenbeispiele, die gerade so im ersten Corona-Lockdown bei WhatsApp sich hin und her geschickt worden sind, hat der zum Anlass genommen, das Ganze einfach auf seinen eigenen Verein umzumünzen und das Spieler von sich selber reinzumontieren. Das sind Geschichten, die einfach wahnsinnig gut funktionieren. Auf der linken Seite haben wir ein Beispiel vom FCE Kirchenfußball, das mit dem Katzen-Selfie, das rührt so ein bisschen vom FC Bayern her. Das hat den Hintergrund, dass beim FC Bayern bei einem Champions-League-Spiel mal eine Katze übers Spielfeld gelaufen ist und seitdem der FC Bayern vor Champions-League-Spielen ganz oft ein Mannschaftsbild mit der Katze vorne postet. Das hat der FCE Kirchen hier übernommen. Oder auf der rechten Seite die DJK Filzing aus der Bayernliga, die hier Zuschauer auf ihre leere Tribüne montiert hat, was man ja auch in der Bundesliga, ich glaube gerade bei Borussia Mönchengladbach oftmals gesehen hat. Das sind einfach aktuelle Themen, die hier auf den Verein umgemünzt werden und angepasst werden und die immer funktionieren. Memes sind auch so eine Geschichte, die in den sozialen Medien hoch und runter gehen, so wie auf der rechten Seite der FC Hopferstadt, der hier einfach so ein klassisches Meme so ein bisschen auf das Kreisklassenniveau runterbricht. Oder auf der rechten Seite dieses bekannte Meme, wo der junge Herr der jungen Dame nachschaut und nicht bei seiner Freundin bleibt, haben wir zum Start der Regionalliga Bayern gemacht. Das ist vielleicht auch nicht besonders einfallsreich, aber das sind Geschichten, die immer funktionieren werden. Oder hier auch Kontext, vielleicht auch vor diesem zeitlichen Hintergrund, den ich ja am Anfang schon genannt habe. Wir haben auf der linken Seite die SG Reichertsheim Ramsau Gas. Das ist ein Post, den sie im ersten Corona-Lockdown abgesetzt haben. Da geht es einfach so ein bisschen um dieses Thema Home-Training, das sie aufgreifen, Home-Workout, haben einen Spieler reinmontiert und hinten auf dem Bildschirm sieht man die Pamela Reif, vielleicht diese wichtigste Fitness-Influencerin in ganz Deutschland. Und wenn man eben diese Pamela Reif sieht, dann funktioniert das auch. Das ist der Kontext. Oder auf der rechten Seite am Freitagabend läuft auf RTL diese Geschichte Let's Dance. Das geht dann in den sozialen Medien unter dem Hashtag Let's Dance hoch und runter. Und die SG Reichertsheim Ramsau Gas hat dann einfach einen Spieler von sich auf das Schiri-Pult montiert und postet das dann eben am Freitagabend passend zu der Sendung. Das sind Geschichten, die funktionieren wunderbar. Das noch zum Thema Kontext, aber das sind alles Beispiele, an denen ihr euch gerne orientieren könnt und das ist auch von mir ein Tipp einfach, lasst euch einfach auch inspirieren. Schaut einfach mal Instagram hoch und runter bei Facebook, was machen denn andere? Kopiert nicht, aber ihr könnt gerne abschauen. Und ich habe euch hier einfach mal so ein paar Instagram-Accounts zusammengefasst, die ich persönlich ganz gut finde, wo ich finde, die machen das wirklich klasse. Und schaut da gerne mal vorbei und lasst denen auch mal ein Abo da. Und die freuen sich sicherlich richtig drauf. Wir kommen jetzt so ein bisschen zur Kanalunterscheidung. Facebook versus Instagram. Das ist ja bei vielen so, dass viele Vereine Facebook und Instagram nutzen. Und da ist es aus meiner Sicht so ein bisschen
kommt es häufig vor, dass es einfach gedoppelt wird. Und das ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll. Also man sollte schon versuchen, wenn man beide Kanäle bespielt, möglichst Doppelungen zu vermeiden. Die Kanäle sollen sich quasi nicht gleichen, sie sollen sich mehr oder weniger ergänzen. Beispiel an einem Spieltag. Bei Instagram mache ich über die Story zum Beispiel einfach so ein bisschen einen Live-Ticker, Blick hinter die Kulissen, nah am Platz dabei. Und auf Facebook mache ich die Highlight-Berichterstattung, Spielankündigung, Spielnachbericht. Facebook ist quasi der Highlight-Kanal. Hier, also ich mache die Ankündigung, dann das Ergebnis visuell und verlinke von mir aus auf einen Spielbericht, den ich auf meiner Homepage habe, den ich mir aus dem Roboter-Text zusammengebastelt habe. Und bei der Story-Funktion bei Instagram eben der Blick hinter die Kulissen. Ich weiß, oftmals geht es gar nicht, dass man die Doppelungen vermeidet und manchmal ist es auch einfach zu schade, wenn man quasi sich Mühe gemacht hat, irgendwie eine Grafik erstellt hat und dann nur bei einem Kanal das rauszuschießen, also zu veröffentlichen, ist dann ein bisschen schade. Also manchmal geht es gar nicht, die Doppelungen zu vermeiden, aber ich möchte einfach, dass ihr ein bisschen sensibel dafür werdet. Oder versucht einfach mal auch den einen Inhalt ein bisschen anders aufzubereiten. Macht zum Beispiel mal bei Facebook ein Interview, ein Video-Interview mit eurem Trainer vor dem Spiel. Und auf Instagram habt ihr nur eine Zitattafel, wo nur die prägnanteste Aussage im Bild zu sehen ist. Das meine ich, dass man einen Content ein bisschen anders aufbereiten kann. Reichweite generieren, wie schaffe ich überhaupt Reichweite? Generell glaube ich, ist der Schlüssel zu Reichweite guter Content. Und das gilt, also euer Inhalt muss einfach gut sein und wenn euer Inhalt gut ist, dann entsteht Reichweite eigentlich automatisch. Aber es gibt natürlich schon noch so den ein oder anderen Trick und Tipp, den man euch damit auf den Weg geben kann. Zum einen hier, oder guter Kontext, das habe ich noch vergessen hier an der Stelle, guter Kontext generiert natürlich auch Reichweite und generiert im Zweifel sogar richtig gute Reichweite, aber es gibt natürlich noch weitere Tipps und das ist zum einen schon mal das richtige Format. Also ich habe es vorher schon angesprochen, soziale Medien, Social Media findet quasi ausschließlich auf Smartphone statt. Und auch hier geht es wieder so ein bisschen ums Thema Wahrnehmung. Wie schaffe ich Wahrnehmung, indem dass ich möglichst viel Platz auf dem Smartphone-Bildschirm einnehme? Und wenn ich jetzt mal nur drei Formate hier mir zusammensuche, ich habe einmal das 16:9, das klassische Querformat, ich habe einmal das 1:1, das Quadrat und einmal so ein bisschen Hochformat, ein 4:5. Da sehe ich, dass ich mit dem 4:5 mit Sicherheit am meisten Aufmerksamkeit generiere, weil es eben die meisten Platz am Bildschirm einnimmt. Wir beim Bayerischen Fußballverband, wir nutzen quasi ausschließlich das 1:1 Format, einfach aus dem Grund, und dazu würde ich euch auch raten, einfach aus dem Grund, weil es eben für alle Plattformen kompatibel ist. Also ich kann 1:1 auf Facebook verwenden und kann es auf Instagram verwenden. Deswegen das 1:1. Und gerade wenn es um Videos geht, ist ein 1:1 noch gut machbar. Ein Hochformat ist gerade bei Fußballspielen oftmals so ein bisschen schwierig. Wichtig ist aus meiner Sicht auch ein Corporate Design. Also man muss einen Wiedererkennungswert schaffen, quasi sich eigene Visuals oder Social Cards, wie immer man das auch nennen möchte, wenn man die erstellt, man muss einen Wiedererkennungswert schaffen. Das Stichwort heißt da Thumbstopping. Also rührt so ein bisschen daher, wie ich ein Smartphone benutze. Ich wische mit meinem Daumen hoch und runter und ich möchte irgendwann, dass der Daumen eben stoppt und möglichst bei meinem Beitrag hängen bleibt. Und wie schaffe ich das? Indem ich einen Wiedererkennungswert schaffe. Also ich möchte beim Bayerischen Fußballverband, dass die Leute, die auf Instagram einen Beitrag sehen, von uns sofort wissen, ja, das ist ein Beitrag vom Bayerischen Fußballverband. Wie schaffen wir das? Ich habe hier unten mal drei Beispiele von uns hinterlegt. Wir schaffen das zum einen durch unsere Farbgebung, unser BFV Blau. Wir schaffen das durch unser Logo und wir schaffen das auch durch dieses Muster. Das sind diese angedeuteten Rauten, die eben für Bayern, für den Freistaat Bayern und so ein bisschen auch für Berge stehen. Das meine ich mit Corporate Design. Auch ihr habt ein Vereinslogo, auch ihr habt eine Vereinsfarbe. Das könnt ihr auch alles machen. Reichweite entsteht auch durch Community Management. Wir haben es vorher schon gesehen, Social Media bedeutet Interaktion und lebt auch einfach davon. Beiträge müssen eine Reaktion erzeugen und wenn Beiträge eine Reaktion erzeugen, dann steigt die Reichweite ganz automatisch. Ich habe es vorher bei der Personalisierung auch schon angesprochen. Nutzt eure Spieler, eure Mitglieder als Multiplikatoren. Sagt zum Beispiel, am Donnerstag ist der Tag, an dem ich meine Spielankündigung poste. Sagt es euren Spielern und wenn aus eurer Mannschaft nur, sagen wir mal, 4, 5 Leute dieses Visual, dieses Social Card irgendwie bei Facebook oder Instagram teilen, dann spielen die das bei im Schnitt
500 Fans, Abonnenten, einfach noch in über 1000 andere Feeds oder Chroniken. Nutzeransprache, ich habe es schon gesagt, sprecht die Nutzer an und nicht die Community, also nutzt das Du und nicht das Ihr und interagiert mit der Community. Das funktioniert besonders gut in den Instagram-Stories. Da gibt es ganz viele Sticker, so Abstimmungsfunktionen, macht mal ein Quiz, fragt nach Ihrer Meinung oder eben Call to Action, einfach indem ich im Posttext einfach mal nach der Meinung frage. Solche Geschichten. Also es muss einfach mit der Community interagiert werden. Scrollt auch mal durch die Timeline, folgt anderen Seiten, kommentiert auch mal fremde Beiträge. Auch das trägt dazu bei, dass eure Community größer wird, zum einen, aber auch, dass eure Reichweite steigt. Mir ist es da auch wichtig in Bezug auf die Community, auf die Größe kommt es gar nicht an. Also lieber habe ich eine kleine Community, die wirklich funktioniert und die sich wirklich auch aus Leuten zusammensetzt, für die euer Verein wirklich was bedeutet oder die sich wirklich für euren Verein interessieren. Weil blöd gesagt, jetzt einen Verein aus Bayern, dem kann es relativ egal sein, ob ihm ein Verein aus Nordrhein-Westfalen bei Instagram folgt, weil er wird wenig von diesem Verein profitieren oder von diesen Leuten, die sich um diesen Verein herum bewegen. Sondern ich will natürlich auch Leute haben, die sich mit meinem Verein identifizieren können und der in Anführungsstrichen mein Kunde sein kann. Also der ein potenzielles Mitglied von mir ist, der ein potenzieller Zuschauer für mich sein kann. Also davon profitiere ich. Deswegen auch die ganz klare Ansage, kauft ja keine Follower ein. Also das muss wirklich nicht sein, das braucht es nicht. Begnügt euch lieber auch mit einer kleinen Community, die funktioniert. Mehr muss es gar nicht sein. Hashtags und Orte, das betrifft vor allem Instagram, da funktioniert es. 8 bis 10 Hashtags sind so ein bisschen Richtwert. Da gibt es Studien, die das eben aussagen, dass 8 bis 10 Hashtags die größte Reichweite generieren. Es sind zwar bis zu 30 möglich, aber inzwischen ist man so runtergegangen, dass man 8 bis 10 benutzen sollte und gerne auch so ein bisschen einen Mix aus eigenen und relevanten Hashtags. Also ruhig den eigenen Vereinsnamen oder wenn ihr einen Spitznamen als Verein habt oder generiert euch selber als Verein euren eigenen Hashtag, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen, aber auch relevante Hashtags. Also wenn ich jetzt, wie vorher bei dem Let's Dance Beispiel, am Freitagabend was poste, dann kann ich auch mal den Hashtag Let's Dance nutzen. Oder wenn ich am Wochenende was poste, kann ich auch mal den Hashtag Bundesliga nutzen. Oder wenn ich Dienstag, Mittwochabend was poste, kann ich auch mal den Hashtag Champions League nutzen. Aber immer ein Mix zwischen eigenen und relevanten Hashtags. Wichtig auch bei Instagram, gebt immer einen Ort an, weil einfach über den Entdecken-Feed bei Instagram den Leuten in eurer näheren Umgebung, wenn die Lokalisierungsfunktion aktiviert ist, auch eher die Dinge ausgespielt werden, die in der näheren Umgebung stattfinden. Das betrifft, wie gesagt, eigentlich nur Instagram. Für Facebook ist das Ganze nicht wirklich interessant. Bei Facebook gibt es dazu aber noch eine ganz nette Funktion, wie ihr relativ flott Likes gewinnen könnt. Geht mal in die App rein, mit der ihr auch als Administrator dann angemeldet seid und scrollt mal auf einen Beitrag von euch. Dann seht ihr hier, wie viele Personen das Ganze erreicht hat. Und ihr seht hier auch, ich habe den roten Pfeil dahinterlegt, wem das gefällt. Wenn ihr da einmal drauf tippt, öffnet sich, wie auf der rechten Seite zu sehen, so ein neues Fenster, wo ihr quasi alle Leute aufgelistet bekommt, die diesen Beitrag mit Gefällt mir markiert haben. Und ihr seht dann neben jeder Person dieses Feld Einladen. Das taucht dann auf bei Leuten, die den Beitrag mit Gefällt mir markiert haben, aber eurer Seite noch nicht folgen. Da einfach nochmal einen Klick drauf und die entsprechende Person kriegt automatisch eine Einladung dazu, eurer Seite auch zu folgen. Kann man bei Facebook schon machen, weil jemand, der mal einen Beitrag von euch geliked hat, der identifiziert sich vielleicht auch für euren Verein. Das war's zum Thema Inhalt und Reichweite. Wir kommen jetzt noch zum Thema Tools und Apps. Welche Tools helfen euch weiter in der täglichen Arbeit? Das ist zum einen das Creator Studio. Das ist ein eigenes Facebook-Tool und verfügbar für Smartphone und Desktop. Und was da ganz cool ist, man kann Beiträge vorplanen. Also man muss nicht immer sich dann hinsetzen, wenn man was posten möchte, sondern man kann auch vorplanen. Vorsicht, das funktioniert bei Facebook auch über Smartphone, über die App. Instagram allerdings aktuell nur übers Desktop. Was ich auch noch machen kann, ist quasi meinen Posteingang managen. Da ist es so ganz schön, weil ich nämlich Instagram und Facebook zusammen managen kann. Kann daher auch Community-Management betreiben und in der Desktop-Version, also am Laptop oder am stationären PC,
habe ich auch noch die Möglichkeit, mir kostenlose Musik runterzuladen, die ich für meine Facebook-Videos verwenden kann. Und ich kann mir meine Insights, also meine Statistiken anschauen. Was es auch noch gibt, ist die sogenannte Facebook Business Suite. Das ist auch ein Facebook-eigenes Tool. Das ist relativ neu, ermöglicht Zeitmanagement via Smartphone. Hier Facebook und Instagram. Ich kann Beiträge veröffentlichen und vorplanen über Smartphone, also auch bei Instagram. Kann hier auch meinen Posteingang managen, kann meine Community betreuen und kann mir Statistiken anschauen. Ähnelt sich sehr stark dem Creator Studio, aufgrund der Tatsache, dass man hier über Smartphone auch Instagram-Beiträge vorplanen kann. Rate ich dazu, wenn ihr das Ganze über Smartphone steuern wollt, nutzt die Facebook Business Suite. Wenn ihr das alles über das Desktop macht, nutzt das Creator Studio. Canva ist ein sehr starkes Tool. Ich habe es vorher schon gesagt, es geht darum, einfache Grafiken, Visuals zu erstellen. Das ist mit Canva möglich. Ist in der Basisversion kostenlos. Googelt einfach mal danach, macht euch einen Account und probiert einfach mal so ein bisschen rum. Das ist sehr, sehr einfach zu bedienen. Viel, viel einfacher zum Beispiel als Photoshop, was ja auch noch Geld kostet. Ich kann eigene Fotos und Logos integrieren. Ich kann meine Vorlagen speichern, kann mir Vorlagen erstellen, kann das am Desktop machen, kann das am Smartphone machen. Damit lassen sich wunderschöne Grafiken erstellen. Ich habe hier mal so was ganz was Einfaches zusammengebastelt. Geht es um eine Matchday-Grafik, einfach eine Ankündigung. Das habe ich jetzt in 2 Minuten, glaube ich, zusammengebaut. Aber wer das noch sehr, sehr viel besser kann, ist der Markus, der am Anfang ja auch schon dabei ist, der Markus Giering. Der ist Kapitän beim 1. FC Kalchreuth. Das ist ein bayerischer Verein aus Mittelfranken, der in der Bezirksliga spielt. Und der Markus ist nicht nur Kapitän, sondern auch Social Media Beauftragter beim 1. FC Kalchreuth. Und der Markus hat sich heute auch bereit erklärt, euch einen kleinen Einblick in seine Arbeit zu geben. Servus zusammen. Sebastian, kann man mich hören? Ich höre dich, ja. Ich hoffe, ich war auch zu hören. Das ist gut, du hast auch zu hören. Ein bayerischer Verein aus Mittelfranken beißt sich eigentlich schon fast. Aber die Überleitung nehme ich mal so hin. Servus zusammen. Ich habe heute die Ehre, euch einmal kurz in das Tool Canva einzuführen, was wir seitens des FC Kalchreuth bei uns regelmäßig nutzen. Sebastian, sag noch einmal, ihr seht jetzt auch meinen Bildschirm mit Canva, oder? Perfekt. Genau, also dieses Tool nutzen wir beim FCK für unsere Grafiken, einfach aus dem Grund, es ist super leicht bedienbar und gibt uns einfach die Gelegenheit, auch als, sage ich mal, Nicht-Social-Media-Experten, gerade in Sachen Photoshop, was natürlich auch einfach preislich und auch vom Kenntnisstand einfach einiges erfordert, mit unserer Zielgruppe zu interagieren. Ich zeige euch einmal jetzt dieses Tool an sich. Es ist eigentlich super selbsterklärend aufgebaut. Das heißt, ihr habt hier verschiedene Vorlagen, mit denen ihr arbeiten könnt. Das heißt, Canva bietet sich nicht nur an für Social Media Posts, sondern auch für Grafik, für Flyer, für Grafiken, für Bewerbung zu euren Events, also wenn wieder Events möglich sind, für Faschingsveranstaltungen im Verein und Co. Also dieses Tool geht weit über die Social Media Fähigkeit hinaus. Ist in der Basisversion kostenlos, also es gibt verschiedene Versionen, einmal eine Gratis-Version, aber auch eine Pro-Version, die liegt dann ungefähr bei 10 Euro im Monat. Für einen Verein im Amateurbereich reicht aber eine Gratis-Version vollkommen aus. Also wie bei allen Tools ist es so, dass die teurere Variante dann natürlich die Möglichkeiten erhöht, mit welchen Vorlagen man arbeiten kann. Aber wie gesagt, auf unserem Niveau ist eine Gratis-Version vollkommen ausreichend. Und dann seht ihr hier letztendlich im Menü schon verschiedene Vorlagen und einen Inhaltsplaner sowie Ordner. Also ich zeige euch einmal kurz, wie wir beim FCK arbeiten. An sich ist es bei uns so, dass wir verschiedene Grafiken zu verschiedenen Anlässen nehmen, wie Sebastian auch schon in seinen Ausführungen, glaube ich, ganz gut erklärt hat. Also letztendlich haben wir beispielsweise Geburtstagsgrafiken, indem wir die Geburtstage unserer Spieler letztendlich würdigen und dann alle im gleichen Format, im gleichen Design auch anlegen. Wir haben natürlich auch Matchday-Grafiken, beispielsweise hier in dem Ordner, wo wir dann wirklich unsere Spiele ankündigen mit dem Gegner. Sebastian hat auch, glaube ich, schon erwähnt, Thema Vermarktung. Also wir haben sogar hier mal eine Matchday-Grafik gemacht mit einem regionalen Partner. Wenn sich das aufmacht, seht ihr hier oben Leiermeier, genau, also letztendlich ein regionaler Druckpartner. Natürlich kann man da jetzt nicht erwarten, dass man da hunderte, tausende von Euros erwirtschaftet, aber wir konnten da zum Beispiel dann unsere Flyer für unser Sommerfest finanzieren. Also davon seht ihr, das machen wir auch in unseren Grafiken und ich würde euch jetzt einmal bei 2 Grafiken exemplarisch einfach durchführen, damit ihr seht, dass das Ganze auch kein Hexenwerk ist.
Ihr seht jetzt hier eine Vorlage. Die Vorlage schaut natürlich jetzt aktuell relativ wenig nach Fußballverein aus. Dementsprechend würden wir die jetzt, wenn wir sie so sehen, anpassen und dann eben ja, verschiedene Sachen integrieren, die für unseren Verein entsprechen. Also einmal haben wir unser FCK Rot, nenne ich es immer. Das heißt, das Rot, wo auch unser Logo mit abgebildet ist, um da einfach eine einheitliche Farbe zu haben. Mit dem kann man letztendlich dann einmal die Grafik schon in die passende CI bringen, was die Farbauswahl angeht. Wenn ihr natürlich im Vereinslogo jetzt ein blaues Farbspektrum habt, dann wird es natürlich bei euch eher was Blaues. Wichtig ist da einfach so ein bisschen der Wiedererkennungswert, von dem der Sebastian noch schon gesprochen hat. Das Ganze könnt ihr dann relativ einfach mit einer Bildauswahl zuschneiden. So. Natürlich. Habt dann letztendlich euren Spieler vorne drauf. Wichtig ist da natürlich immer gutes Bildmaterial. Also wir haben den Vorteil, wir haben eine Vereinsfotografin, die bei uns bei den Spielen dabei ist. Das heißt, wir haben eigentlich immer gutes Bildmaterial zur Verfügung und können dann dementsprechend da ziemlich gut das Ganze auswählen. Jetzt habe ich hier ein bisschen Probleme. So. Dann könnt ihr hier beispielsweise euer Logo natürlich hochladen, damit das dann auch entsprechend immer Teil der Grafik ist. Packt es dann noch mit in die Grafik. Macht dann hier noch die Schriftfarbe letztendlich, wie ihr sie wollt. Also ihr seht, das Tool ist sehr intuitiv und lässt sich eigentlich super leicht bedienen. Und ihr habt eigentlich in einer Minute oder in einer Minute 30 eine recht ordentliche Grafik, die sich dann für alle eure Geburtstage beispielsweise eben wieder so findet, in einer einheitlichen Farbe und könnt so entsprechend auf den Kanälen das Ganze veröffentlichen. Dann lässt sich natürlich noch ein bisschen einfacher machen, ohne paralleles Seminar zu machen, aber da seht ihr, das ist letztendlich eine Geburtstagsgrafik, die dauert kurz, die schaut, glaube ich, ordentlich aus. Natürlich kann man mit Photoshop noch mehr Details, sage ich mal, hinzufügen, aber wir reden ja immer vom Amateur Niveau und dementsprechend ist das, glaube ich, eine Grafik, die man so durchaus spielen kann und das gleiche auch mit einer Zitatgrafik. Auch hier haben wir einfach eine Vorlage genutzt, die Canva umsonst mit anbietet und auch diese Vorlagen könnt ihr letztendlich dann einfach nach eurem ja, Wunsch adaptieren. Also auch hier beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, Zitatgrafiken hat der Sebastian auch schon angesprochen, die immer wieder gern genutzt werden, beispielsweise wenn der Trainer ein Interview gibt, könnt ihr letztendlich auch hier den Trainer einfügen. Macht dann hier auch wieder die Geschichte in Rot-Weiß, um einfach euren Farben treu zu bleiben. Natürlich kann man auch mal rausstechen mit einer anderen Farbwahl, aber am Ende des Tages sollte es schon so ein bisschen eurem Account entsprechen. Und habt ihr dann beispielsweise den Trainer, der natürlich nicht. So, habt dann hier den Trainer mit dem entsprechenden Zitat, der dann zum Beispiel sagt, dass er sich auf den Restart freut, wieder mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen. Da könnt ihr dann zum Beispiel natürlich sagen, ihr postet die Grafik auf Instagram und verweist dann via Instagram auf das Interview, was ihr beispielsweise auf Facebook geführt habt, um auch da wieder dem Rat zu empfehlen oder dem Rat zu entsprechen, einfach die Inhalte nicht zu doppeln. Aber ihr seht eigentlich relativ einfach mit wenigen Handklicken eine Grafik, die einen Wiedererkennungswert hat, die rot-weiß ist. Ihr könnt natürlich auch hier mit den Logos arbeiten, um da Abwechslung reinzubringen. Ja, und das ist so ein bisschen die Grundfunktion. Also klickt euch da einfach mal durch, schaut rein, welche Elemente ihr wollt. Natürlich könnt ihr auch mal einen Monat kostenlosen Premium-Abo abschließen, um einfach zu sehen, ob ihr den Vorteil davon noch nutzen wollt. Aber ich glaube, ein auf jeden Fall empfehlenswertes Tool für Amateurvereine. Markus, ganz kurz, weil gerade an der Stelle passend Fragen kamen. Wie ist Canva nutzbar? Sprich, können mehrere auf einen Account zugreifen oder wie ist das am geschicktesten, zu handeln? Wie macht ihr das? Hast du ein kurzes Beispiel dafür? Klar, also prinzipiell ist es nutzbar über mehrere Accounts. Das heißt, wir haben verschiedene Nutzer. Die Nutzer lassen sich, ich schaue mal gerade, ob ich es hier finde, ansonsten einfach auf der Tonspur. Die Nutzer lassen sich auch eingliedern in Richtung Administrator, dürfen nur Sachen runterladen, dürfen Sachen editieren. Also da gibt es verschiedene Rechte. Also dementsprechend, wir sind aktuell mit einem kleinen Team. Hier sieht man es jetzt hier unten. Das ist unser Co-Trainer, der sich hier quasi sein Team dann zusammengestellt hat. Also wir nutzen das mit 3 Leuten. Natürlich kann man auch die Zugangsdaten teilen und sich von einem Account einwählen. Aber prinzipiell verschiedene Zugangsdaten, verschiedene Zugriffsrechte, lässt sich alles sehr, sehr leicht anpassen. Was natürlich dann bei einer Premium-Variante das Thema ist. Bei einer Basis-Variante sind es, glaube ich,
4 Accounts, bei einer Premium sind es ja dann 10. Also das sind dann genau diese Unterschiede, wo dann eben Geld mit ins Spiel kommt. Perfekt, vielen Dank. Gerne. Sebastian, dann würde ich an dich zurückübergeben. Ja, vielen Dank, Markus. Ich glaube, das war wieder mal ein toller Einblick von deiner Seite. Vielen Dank und ich hoffe, ihr habt auch einen tollen Einblick da gekriegt, wie es wirklich auch laufen kann in einem Verein. Erkennbar ist da wirklich ein tolles Tool. Nicht umsonst stellen wir das vor. Und der Markus hat da einfach schon, glaube ich, in wenigen Schritten super gezeigt, wie man das als Verein nutzen kann. Ich zeige euch noch ein paar weitere Tools. Ein Tool, das man auch mit Canva kombinieren kann, ist Remove Background, nennt sich das. Erreicht ihr unter www.remove.bg. Ist übers Handy auch abzurufen und es ist einfach ein Tool, um Hintergründe zu entfernen. Also man kann Leute freistellen. Das ist eine Geschichte, die kann Canva auch, aber nicht in der Basisvariante, sondern nur in der Bezahlvariante. Und ihr bekommt als Dateiformat ein PNG rausgeschmissen. Das vielleicht so als technischer Hintergrund. Ich starte quasi mit einem sogenannten JPEG. Das ist jetzt ein Porträtfoto von einem Spieler. Das macht ihr wahrscheinlich auch vor der Saison oder lohnt sich auf jeden Fall zu machen vor der Saison, wenn ihr das Thema Social Media angeht. Ihr ladet quasi dieses JPEG hoch bei Remove Background und kriegt hinten raus ein sogenanntes PNG. Ein PNG hat den Vorteil, dass es einen transparenten Hintergrund hat. Das ist quasi hier kein blauer Hintergrund, sondern da ist quasi kein Hintergrund hinter dem Spieler. Kombiniert mit Canva kommt dann zum Beispiel so eine Torgrafik raus, wie man es auch vom Bundesligisten kennt. Das ist auch ein Tipp, schaut auch ruhig mal bei Bundesligisten nach, was machen denn die? Was macht denn der FC Bayern? Natürlich könnt ihr das nicht in dieser Masse und vielleicht auch nicht mit diesem grafischen Anspruch machen, aber in der abgespeckten Version, wie jetzt zum Beispiel hier, ist es mit Canva ohne Probleme möglich. Weiteres Tool, das sich mal anzuschauen lohnt, ist Unfold. Ist ähnlich wie Canva, ist eine App auf dem Handy, mit der man ganz viele verschiedene Stories erstellen kann. Da ist die Basisversion auch kostenlos. Kann auf viele verschiedene Vorlagen für Stories zugreifen, kann da eigene Bilder integrieren und kann die Vorlagen eben auch speichern, sodass Stories halt so ein bisschen einen professionellen Touch bekommen. InShot ist eine App zur Videobearbeitung, die ganz gut ist und in der die Basisversion auch kostenlos ist. Es gibt da viele, viele Videobearbeitungs-App. Ich habe jetzt hier mal InShot ausgewählt, weil das eine der wenigen ist tatsächlich, die für iOS, also für Apple und für Android-Geräte verfügbar ist. Und was der große Vorteil von InShot ist, dass man relativ schnell zwischen den Formaten switchen kann. Also ich kann aus einem Video, das ich quer gefilmt habe, also im 16 zu 9, ganz schnell mal ein 1 zu 1, also ein Quadrat machen. Oder auch ein Hochformat rausschneiden. Das ist der große Vorteil von InShot. Und dass diese Formate eben so wichtig sind, habe ich ja vorher bei der Folie gezeigt, wo ich einfach auf die Bildschirmfülle von einem Smartphone eingegangen bin. Linktree ist noch ein sehr cooles Tool, das gerade für Instagram eigentlich nur für Instagram interessant ist. In Instagram ist quasi ja eigentlich eine kommunikative Einbahnstraße. Ich kann unter einem Post bei Instagram zwar einen Link eingeben, aber der ist nicht anklickbar für den Nutzer. Deswegen wird bei Instagram oft häufig auf diesen Link in Bio, also den Link in meiner Biografie, auf meinem persönlichen Account verwiesen. Da kann ich genau einen Link hinterlegen bei Instagram. Das ist relativ wenig. Mit dem Tool Linktree schaffe ich es, einen personalisierten Link zu erstellen, hinter dem ich nochmal mehrere Links hinterlegen kann. Das ist zwar nur übers Desktop steuerbar, aber es sieht optisch einfach sehr, sehr schön aus. Es gibt da eine Alternative. Die nennt sich Insta-Bio, das wird auch von vielen genutzt. Probiert da einfach mal aus, was euch vielleicht auch einfach besser taugt. Ist dahingehend auch wichtig, da kommen wir jetzt dann gleich drauf bei den rechtlichen Geschichten. Ich muss bei meinen Social-Media-Angeboten immer ein Impressum und eine Datenschutzerklärung mit angeben. Und wenn ich das mache bei Instagram, dann ist dieser eine Link, den ich zur Verfügung habe, eigentlich schon weg. Mit Linktree schaffe ich es eben dann noch weitere Links zu hinterlegen. Und da kommen wir dann auch schon zu den rechtlichen Hinweisen zum Abschluss. Hier, wie gesagt, nur ein kurzer Überriss, weil das sonst abendfüllend wäre. Wichtig, gebt immer ein Impressum an. Bei Facebook gibt es da im Profil eine extra Funktion, genauso wie für die Datenschutzrichtlinien gibt es ein Feld, wo man das einfach eintragen kann. Könnt ihr auch einfach auf eure Vereins-Homepage verweisen. Da habt ihr das in der Regel sowieso selbst sowieso hinterlegt, ein Impressum und Datenschutzrichtlinien.
Bei Instagram, wie gesagt, müsst ihr auch drauf verweisen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Tut ihr das über den einen Link, den ihr zur Verfügung habt, könnt ihr höchstens aufs Impressum oder die Datenschutzrichtlinien verweisen. Nutzt deswegen schon allein Linktree oder Instabio, eins von diesen Tools, um eben auf mehrere Geschichten verweisen zu können. Wichtig, wenn ihr Werbung macht, ihr müsst Werbung kennzeichnen. Schreibt einfach davor Werbung, schreibt davor Anzeige, das reicht aus und ihr befindet euch aber auf der sicheren Seite. Was hier nicht reicht, ist einfach ein Hashtag mit Werbung oder Hashtag Anzeige zu machen. Das reicht nicht aus, es muss das Klarwort ohne Hashtag dastehen. Höchste Vorsicht bei Bildern, gebe ich euch mit auf den Weg. Urheberrechtsverletzung ist nämlich sehr, sehr teuer. Ich sehe das immer wieder, gerade an so Tagen wie Weihnachten, Silvester oder auch Ostern oder auch mal bei einem anderen Post x-beliebig, sehe ich, wie einfach Vereine Bilder posten, die offensichtlich einfach aus der Google-Bildersuche stammen. Macht das nicht, weil diese Bilder sind in der Regel nicht kostenlos zu haben. Man kann da zwar einstellen, ja, die sind frei zu verwenden, aber auch dann große Vorsicht, genauso wie bei so kostenlosen Plattformen wie Pixelio oder Pixabay, gibt es zahlreiche. Auch da sind Fotos vielleicht auf den ersten Blick gratis zu haben. Und das sind sie vielleicht auch, aber auch hier sind AGBs oder Nutzungsrechte relativ schnell mal geändert. Und das sind tatsächlich auch Geschäftsmaschen, wie Leute ihr Geld verdienen möchten, indem sie versuchen, dass ihre Bilder irgendwo sich wiederfinden, wo keine Nutzungsrechte bezahlt werden und dann wird der oder diejenige, die dafür verantwortlich sind, relativ schnell zur Kasse gebeten. Das kann gerne mal ein vierstelligen Betrag sein, deswegen warne ich davor, macht eure Bilder einfach wirklich selber und wenn Personen drauf sind, fragt vor allem nach Erlaubnis. Also die Personen sollten schon damit einverstanden sein, dass sie da auf den Bildern zu sehen sind. Bei euch in der Mannschaft ist es im Prinzip ja kein großes Problem. Lasst es im Zweifel sogar auch vor der Saison mal unterschreiben oder fragt die Leute, redet einfach miteinander. Und wenn jemand sagt, nein, ich möchte das nicht, dann ist es auch zu akzeptieren und dann findet er eben da auch nicht statt. Aber ich sage es euch, in der Regel sind die Leute einfach auch froh oder freuen sich sogar drüber, weil das wohnt jedem so ein bisschen inne, dass er sich da sehen möchte, freuen sich, wenn sie da stattfinden. Vorsicht hier auch bei Kindern, also ich spreche gerade bei Kindern unter 16 Jahren oder Jugendlichen unter 16 Jahren. Hier sind die Eltern verantwortlich, also da reicht es nicht, wenn das Kind sagt, ja, ich bin damit einverstanden, hier müsst ihr die Eltern fragen. Gerade bei den Jugendmannschaften von euch lohnt sich es deswegen, gerade vor der Saison oder auch mal im Winter oder auch jetzt einfach zwischendurch, gebt den Kindern einen Zettel mit heim mit einem formlosen Schreiben, wo die Eltern eben unterschreiben sollen, ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Kind auf den Medienkanälen, auf den Social-Media-Kanälen des Vereins stattfindet, sollen sie unterschreiben. Und wenn es jemand nicht unterschreibt, dann muss man das eben akzeptieren. Das noch zu den rechtlichen Hinweisen und wir wären dann auch am Ende angelangt unseres heutigen Online-Seminars. Tobi, wir hätten, ich schaue kurz auf die Uhr, noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Perfekt, an der Stelle schon mal vielen lieben Dank an dich, Sebastian, danke an dich, Markus. Und nochmal Entschuldigung, dass die Technik zwischendrin versagt hat. An der Stelle sei für alle der Hinweis gemacht, ihr erhaltet im Nachgang eine Mail von mir mit den Handouts nochmal von heute, die auch jetzt schon zum Download bereitstehen und ebenfalls einen Link, dass man sich das heutige Seminar gegebenenfalls auch nochmals im Nachgang anschauen kann, um die ganze Technik an der Stelle ein bisschen zu entschuldigen. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Sebastian, du hast erwähnt, dass natürlich Urheberrecht ein Problem ist. Wir haben Beispiele gesehen, Bernie Sanders, Pamela Reif, Let's Dance. Wie ist es denn in solchen Fällen? Ja, also streng genommen ist es natürlich auch eine Urheberrechtsverletzung. Andererseits, sobald so Dinge viral gehen, ist es auch in Ordnung, diese Dinger zu benutzen. Wer total skeptisch ist an diesen Stellen, der soll besser drauf verzichten. Ja, das ist richtig. Aber im Zweifel muss man sich dann auch die Frage stellen, gerade auch bei diesem Let's Dance Beispiel, wer soll einem denn da blöd kommen? Also Let's Dance, solange man da nicht irgendwie jemanden verunglimpft, sondern mehr oder weniger ja sogar noch Werbung für das Format macht, freuen sich die ja sogar drüber, wenn sie dann nochmal irgendwo anders stattfinden und sogar eine andere Zielgruppe erreichen. Also ja, also wer streng genommen ist das eine Urheberrechtsverletzung,
Aber gerade bei so Dingern, die dann wirklich viral gehen und man auf so einen viralen Zug mit aufspringt, da kann man das schon mal machen. Okay, perfekt. Dann Markus an dich. Noch kamen noch zwei Fragen rein. Zum einen, welche Version nutzt denn ihr beim Verein? Die Pro-Version oder die kostenlose Version? Und eine Frage, wie viel Zeitaufwand du in die Social-Media-Arbeit für deinen Verein steckst? Also wir hatten bis vor kurzem die Basisvariante genutzt, tatsächlich die Pro-Variante jetzt mal einen Monat getestet, einfach um genau zu erfahren, was sind so die Unterschiede. Wir haben aber auch unserem Vorstand erklärt, dass 10 € im Monat für die Werbung, die wir auch über die Social-Media-Kanäle machen, durchaus Geld ist, was man auch investieren kann dafür. Ich muss aber jetzt auch persönlich sagen, also ja, die Premium-Version hat nochmal ein paar Vorteile, aber eine Basisversion hat uns in den letzten 2 Jahren komplett ausgereicht. Also kann jedem empfehlen, diese 4 Wochen Testversion zu machen, die ist umsonst, kann man dann rechtzeitig auch kündigen, wenn man es nicht möchte, reicht für mich in meinen Augen völlig aus. Wenn jemand wirklich da noch mehr rumspielen möchte, der Sebastian hat es angesprochen mit diesem Remove Background, das kann Canva tatsächlich auch sehr gut, die ist dann bei diesen 10 € dabei. Es hat Vorteile, muss man am Ende des Tages abwägen. Wenn man einen Vorstand hat, der das auch mitmacht, nimmt er die 10 € im Monat, glaube ich, auch in Kauf. Und die zweite Frage war Zeitaufwand, oder? Ja, korrekt. Steht und fällt natürlich ein bisschen, wie viel man machen will. Also wir versuchen schon, alle 1 bis 2 Tage zumindest einen Post abzusetzen. Das ist natürlich jetzt innerhalb des Lockdowns schwieriger, weil die auch einfach so ein bisschen die Geschichten ausgehen im Vergleich zu einem normalen Spielbetrieb. Prinzipiell würde ich schon sagen, dass wir in Zahlen, das ist immer schwer beziffern, aber ich würde schon so sagen, 2, 3 Stunden in der Woche uns einfach ein bisschen Gedanken machen. Der Vorteil ist oder der Tipp ist einfach, 2, 3 Leute mit reinzunehmen. Junge Spieler aus der Mannschaft, die eh Social Media affin sind. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns dann austauschen. Jeder schickt Ideen rein. Und wenn man mal eine Woche keine Idee hat, dann geht der Instagram-Account auch nicht flöten. Also wir sind ja weit davon entfernt, dass wir irgendwie jede Stunde da wie die Profivereine was posten müssen. Aber ich glaube, so 2, 3 Stunden die Woche, um sich einfach so ein bisschen damit zu beschäftigen, ist nicht verkehrt. Und je länger oder je besser, je mehr Spiele wieder kommen, umso einfacher ist der Content auch erzählt, weil um den Spieltag kann ich 4, 5 Tage füllen, ohne dass ich mir was aus den Fingern saugen muss. Perfekt, vielen lieben Dank. Es gehen jetzt gerade wirklich sehr, sehr viele Fragen ein. An der Stelle nochmal der Hinweis, wir haben euch eine Liste mit Kontaktdaten von dem jeweiligen Social Media Ansprechpartner aus eurem Landesverband angehängt. Im Notfall, wenn wir die Frage jetzt nicht mehr beantworten können, mit dem Kontakt aufnehmen. Jetzt nächste Frage, haben wir nochmal das Thema Vereinswappen. Wie komme ich daran? Darf ich einfach das Vereinswappen von meinem Gegner nutzen? Wie verhält sich das? Ja, auch hier grundsätzlich, natürlich sollte man einfach, am besten fragt man einfach, darf ich euer Vereinswappen benutzen? Das ist so mit der einfachste Weg. Andererseits auch hier, ich habe es vorher schon gesagt, wer soll euch denn blöd kommen? Also was soll denn ein Verein dagegen haben, wenn das Logo verwendet wird auf eine Spielankündigung zu ihrem Spiel? Weil die profitieren im Zweifel ja sogar auch noch davon. Gerade wenn ihr auch Werbung für eure Auswärtsspiele macht, kommt vielleicht der ein oder andere auch noch bei denen auf den Platz, zahlt da Eintritt. Also von dem her, aus meiner Sicht kann man es immer verwenden. Wichtig ist hier schon auch, dass man Logo unverändert übernimmt. Also, dass man jetzt zum Beispiel nichts an der Farbgebung ändert. Also, der FC Kalchreuth ist rot. Da sollte jetzt dann nicht der Hintergrund des Logos blau plötzlich werden oder grün. Das sollte schon im selben Farbton bleiben. Und es sollte im Seitenverhältnis sich nichts verändern. Also, dass das Logo irgendwie verzerrt dargestellt wird. Aber generell, also aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, Logos einfach so zu verwenden, weil, wie gesagt, beide Seiten profitieren und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner sich beschwert, wenn das Logo, wie gesagt, korrekt benutzt wird, also sprich richtige Farbgebung, richtiges Seitenverhältnis. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, fragt nach. Hey, sehr gut. Jetzt hast du vorhin, Sebastian, einige Beispiele gezeigt von Spielankündigungen. Sollte ich das jedes Spiel machen? Sollte ich jedes Spiel ankündigen oder soll ich mir vielleicht nur die Highlight-Spiele raussuchen, zum Beispiel ein Derby zur Also Ankündigung? natürlich sollt ihr jedes Spiel ankündigen, weil ihr könnt Zuschauer, glaube ich, bei jedem Spiel brauchen und vielleicht gerade bei den Spielen, die keine Highlights sind. Gerade dann lohnt es sich ja, auf ein Spiel aufmerksam zu machen. Ein Derby findet vielleicht sogar auch in der Zeitung statt. Aber so ein Spiel, ja, Mittelfeldgeplänkel, Achter gegen 13. vielleicht nicht unbedingt, wenn die Vereine jetzt nichts verbindet, wenn es kein Lokalderby ist, dann lohnt sich gerade da vielleicht ja nochmal
mehr darauf aufmerksam zu machen. Also ich rate schon, wenn, zieht das durch, also wirklich Ankündigung zu jedem Spiel. Wenn, dann kann man sich noch drüber unterhalten, ob er bei Auswärtsspielen vielleicht drauf verzichtet, aber gerade Heimspiele, weil da bedeutet Eintritt für euch und jeder Zuschauer auch bares Geld für den Verein. Und wie gesagt, sind es nur 5 Leute, die Eintritt zahlen, Bratwurst kaufen, Bier kaufen, habt ihr schon was gewonnen. Und für das allein, glaube ich, lohnt sich einfach schon. Okay, jetzt hatten wir ja auch das Thema, Markus, habt ihr ja auch zum Beispiel, dass ich einem Spieler zum Geburtstag gratuliere oder dass jemand aus der Mannschaft heiratet. Nicht jeder im Verein möchte das möglicherweise, dass man da dann einen Post über sich hat. Wie macht ihr das? Oder ja, es wird ja eben auch schon gesagt vom Sebastian, dass ich am besten halt im Vorfeld mit dem jeweiligen Spieler sprechen sollte. Ich glaube, das ist die einfachste Möglichkeit. Dann weiß ich, ob ich was posten darf. Aber wie macht ihr das bei euch? Genau, also wir haben letztendlich dadurch, dass wir unsere Fotografin haben, haben wir unsere Mannschaft angeschrieben, jeder Spieler möge sich doch bitte 5 Lieblingsfotos von sich selbst aussuchen, damit wir gar nicht in die Bredouille kommen, dass wir seine Fotos aussuchen, die ihm nicht gefallen. Und das ist ja eigentlich so das größte Einverständnis, weil die Spieler, die nichts zurückschicken, es gibt welche, die vergessen wir auch einfach, aber meistens haben die dann auch einfach kein Interesse oder wollen nicht abgebildet werden. Und dann muss man ja sagen, die Vereine sind ja trotzdem klein. Also unser Verein, dann fragt man im Zweifel nochmal nach. Aber da die Spieler einfach mit reinzunehmen und zu sagen, hey, schickt uns doch eure Bilder, dann sind wir da auf der sicheren Seite und ihr habt den Aufwand nicht, von jedem Bilder rauszusuchen. Weil wenn man dann von 30 Spielern 3 Bilder raussucht, dann hängt man doch mal die ein oder andere Minute am PC. Und was die Events angeht, also wir machen aktuell nur Geburtstage, sowas wie Geburt etc. bilden wir jetzt nicht ab. Also dass ein Spieler Vater wird oder sowas, weil wir, das ist uns einfach noch ein Tick privater, aber auch da gibt es kein richtig oder falsch. Am Ende muss man einfach den Spieler kurz fragen, ob er es will, und wenn er es nicht will, sagt das auch. Also da, glaube ich, ist ja kein Verein in unserer Größenordnung so anonym, dass man da nicht miteinander reden kann. Und wie der Sebastian schon sagt, am Ende freut sich, würde ich sagen, 99% der Spieler einfach auch über die Aufmerksamkeit, da ein bisschen stattzufinden und so ein bisschen eine Profi-Grafik in Anführungszeichen zu bekommen. Von daher gibt es da, glaube ich, wenig Fälle, die da keine Lust drauf haben. Perfekt, es sind noch einige Fragen da. Ich würde sagen, wir geben uns jetzt noch eine kleine Nachspielzeit von bis 20.05 Uhr. Lassen wir es für heute sein. An der Stelle kurze Frage, wie verhält sich das mit Sponsorenposts? Sprich, ich habe einen Sponsor im Verein und mache dann Werbung. Muss ich das kennzeichnen? Wie ist das mit Einbindung von Sponsorenlogo etc.? Ja, also gute Frage. Also ganz wichtig, also Werbung oder Partner gehören gekennzeichnet. Also gerade wenn sie mit ihrem Logo zum Beispiel auftauchen oder mit ihrem Produkt. Das machen viele nicht, weil klar, der Meinung kann man schon auch sein, dass viele Amateurvereine einfach sich nicht in der Größenordnung bewegen, dass sie für Facebook bzw. Instagram oder Facebook, weil es ja ein Unternehmen ist, überhaupt interessant genug sind. Und deswegen da eigentlich mit keinen Konsequenzen zu rechnen haben. Aber wenn man natürlich auf Nummer sicher gehen will, eigentlich gehört jede Werbung gekennzeichnet, die auftaucht. Also gerade wenn ich über die Logo-Einblendungen in den Spieltagsgrafiken spreche, da muss eigentlich rein Werbung wegen Markennennung. Reicht, wenn ich es am Ende einfach hinschreibe, Werbung wegen Markennennung. Punkt. Um auf Nummer sicher zu gehen. Okay, wenn ich jetzt nochmal eine Spieltagsankündigung habe, poste ich die als Beitrag oder mache ich eine Story draus? Spieltagsankündigungen sind für mich ein klassischer Beitrag. Story ist für mich eher so dieses bisschen rohe Blick hinter die Kulissen, also gerne dann auch mal irgendwie mit der Kamera draufgehalten beim Abschlusstraining oder dann auch mal nochmal ein Trainer, der irgendwie in die Kamera was reinsagt. Story ist für mich weniger was Vorgefertigtes. Ich weiß, man sieht es oft und machen auch viele. Aber Story ist für mich eher so dieser Blick hinter die Kulissen am Spieltag, dann diese Live-Ticker-Charakteristik. Aber auch einen Beitrag kann ich über dieses Papierflieger-Symbol bei Instagram in meine Story reinladen. Das würde ich immer empfehlen. Also sieht man ja auch ganz oft, dass quasi dann viele so ein, ja, sowas drüberlegen und dann sagen so, hier ein New Post. Macht das ruhig, weil die Stories werden halt dann doch, die sind halt ganz oben, die werden dann doch mal durchgeklickt. Und bei dieser Ankündigung New Post ist man dann doch vielleicht mal gespannt und klickt aufs Profil drauf und kommt dann direkt zu dem Beitrag. Also ich würde sagen, um das abzukürzen,
postet eure Spieltagsankündigung in den Feed als klassischen Beitrag und stellt diesen Beitrag dann auch noch in die Story. Sollte ich Geld für einen Beitrag ausgeben, um Reichweite zu kaufen, in Anführungsstrichen? Also ich glaube, auf dem Niveau, wie wir uns bewegen als klassischer Amateurverein, ist es nicht notwendig, also muss man auch nicht. Und ich glaube, dass kein Amateurverein der Welt wirklich so viel Geld über hat, dass er unbedingt in jeden Beitrag noch Geld reinpumpt. Aber es ist am Ende natürlich auch irgendwie eine Frage der Zielsetzung. Also was ich natürlich schon machen kann mit dem Werbeanzeigenmanager, gerade bei Facebook oder auch bei Instagram, ich kann sehr zielgruppenspezifisch Leute ansprechen. Bedeutet, wenn ich eigene Angebote habe, die vielleicht auch kommerziell vermarktet werden sollen. Ich spreche zum Beispiel von der Sommerferienfußballschule im Verein. Und ich möchte da einfach mehr Teilnehmer haben, die mir als Verein auch bares Geld bringen. Oder ich habe ein großes Vereinsfest, wo irgendwie eine bekannte Band aus der Umgebung auftritt und ich verlange Eintritt. Und ich verspreche mir damit einfach mehr Teilnehmer zu bekommen oder mehr Besucher bei diesem Konzert von dieser Band, wo ich Eintritt verlange. Dann kann man drüber nachdenken. Aber ich glaube, für so eine klassische Spieltagsgrafik muss kein Verein Geld ausgeben. Was da, glaube ich, nur als Ergänzung, glaube ich, einfach sinnvoll ist, markiert einfach eure Spieler. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier die Grafik von uns auf der rechten Seite haben, markiert die drei Spieler, die drauf sind, die teilen es vielleicht nochmal in ihrer Insta-Story. Damit erzielen die mehr Reichweite, als wenn man da 20 Euro hinterlegt. Also ich glaube, gerade so die Spieler zu nutzen, die eher auf Social Media sind und ihre 200 Follower haben, die einzubinden, nochmal eine Story zu reposten, bringt, glaube ich, mehr als da ja, 20 Euro Werbebudget auszugeben. Genau, also nutzt einfach eure Spieler, eure Akteure auch als Multiplikatoren. Wie der Markus das sagt, das hilft euch dann im Zweifel noch mehr weiter. Super, und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage, die wurde auch mehrfach gestellt. Wie verhält sich das mit mehreren Accounts? Sprich, hat jede Abteilung ihren eigenen Account beim Verein? Hat jede Mannschaft ihren eigenen Account? Trenne ich zwischen Frauen- und Herren-Accounts? Habt ihr da eine Empfehlung? Ich würde mal ganz kurz anfangen. Ich glaube auch, dass es immer erstens eine Frage der Zielsetzung ist. Also ich glaube schon, dass man die Kräfte im Verein grundsätzlich bündeln sollte. Also dass ich eine Instagram-Seite zum Beispiel für die Fußballabteilung habe, auf der quasi die erste Herrenmannschaft stattfindet, da findet die Frauenmannschaft statt, da finden die Nachwuchsmannschaften statt. Ich weiß aber gleichzeitig so, dass oftmals in Vereinen einfach die erste Herrenmannschaft ist das Aushängeschild und oftmals taucht dann nur die erste Herrenmannschaft auch auf. Das machen viele, weil vielleicht auch andere keine Lust dazu haben, aber es kann zum Beispiel auch sein, gerade bei Frauenmannschaften merke ich das, die haben einfach Bock drauf, sich selber auf Instagram oder auf Facebook zu präsentieren und machen das einfach, weil am Ende steht und fällt das immer mit den Leuten, die das im Hintergrund eben ehrenamtlich auch machen. Und wenn ich bei der Frauenmannschaft Leute habt, die das machen wollen, bei der Herrenmannschaft die Leute habt, die das machen wollen, vielleicht auch einen Jugendleiter habt, der Bock hat, Jugend darzustellen, dann kann er das auch machen. Also es steht und fällt aus meiner Sicht immer mit den Leuten, die das machen und die Bock drauf haben. Und es ist aus meiner Sicht aber auch immer so eine gewisse Zielsetzung des Vereins. Also was will ich als Verein eigentlich darstellen? Bin ich ein Verein, der wirklich seine erste Herrenmannschaft als Aushängeschild sieht und sich auch darüber identifiziert? Dann reicht aus meiner Sicht auch ein Account von der ersten Herrenmannschaft. Bin ich jetzt aber ein Verein, der irgendwie besonders Wert auf die Nachwuchsarbeit legt und der auch sehr stolz drauf ist, was er da in der Talentförderung macht, warum nicht den Fokus auf den Nachwuchs mal lenken? Aber wie gesagt, es ist so eine Mischung aus Zielsetzung und den Leuten, die Bock haben, das auch zu machen. Weil Social-Media-Kanäle müssen auch gefüllt werden. Also ich brauche jetzt nicht für jede Mannschaft einen Social-Media-Kanal aufmachen, einen Instagram-Kanal aufmachen und dann wird der nur alle 2 Monate mal bespielt. Also man muss schon eine gewisse Regelmäßigkeit dann auch gewährleisten. Absolut. Also ich glaube, diese Regelmäßigkeit ist gerade so das Stichwort. Also natürlich, wenn man im Verein jetzt irgendwie 8 Leute hat, die Social Media machen wollen, dann bietet es sich an, wenn man eine große Jugendabteilung hat, die Jugend da extra zu pushen und die Damenmannschaft. Jetzt bei Kirchreuth zum Beispiel, wir haben einfach eine sehr kleine Jugend. Also wir haben wenige Jugendmannschaften, viele Spielgemeinschaften. Bei uns ist es schon sehr erste Mannschaft getrieben. Und trotzdem, wenn wir jetzt beispielsweise ein großes Sommerturnier haben für die Jugend, dann findet es auch mal auf dem Kanal statt. Und es stört sich keiner der Follower stört sich dran, dass da dann mal ein Jugendpost ist. Also da
glaube ich, kann man schon diese Vielfalt haben. Aber klar, wenn man jetzt eine Jugendmannschaft hat, in jeder Jugend irgendwie zweifach, dreifach besetzt ist und dahinter zwei, drei stehen, die den Account pushen, am Ende kommt es auch auf das Material an, was man zur Verfügung hat. Wenn man einen Kanal aufmacht und nur alle 4 Wochen ein Bild zur Verfügung hat von der Jugendmannschaft, ist der Mehrwert, glaube ich, geringer. Super, vielen lieben Dank. Dann, Sebastian, bist du auch noch da? Möchtest du deine Kamera noch? Nee, ich meine den anderen Sebastian. So. Ja, ich bin natürlich auch noch da. Ich habe euch aufmerksam zugehört, natürlich. Okay, ja, erstmal an der Stelle herzlichen Dank an dich, Markus, an dich, Sebastian vom BFV, für eure Zeit, für den Input. Wir haben jetzt 10 Minuten überzogen. Ich hoffe, es ist für alle okay. Wir haben den ein oder anderen Teilnehmer jetzt mittlerweile verloren, aber in der Spitze waren wir knapp 700. An der Stelle herzlichen Dank an alle, die da waren. Ich hoffe, ihr konntet für euch, für eure Arbeit im Verein einiges mitnehmen, Ideen, Anregungen bekommen. Und wenn ihr noch konkret Fragen habt, dann geht am besten auf euren Social-Media-Ansprechpartner im Landesverband zu. Alle Infos schicke ich euch im Nachgang nochmal per E-Mail zu. Und ja, Sebastian Fink, möchtest du noch was ergänzen? Das war eigentlich das perfekte Schlusswort aus München. Von daher vielen Dank auch an die Kollegen vom Bayerischen Fußballverband und ja, schönen Abend allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen noch. Vielen Dank. Dann bleibt alle gesund und vielleicht sehen und hören wir uns mal wieder zu einem BFV-Online-Seminar. Danke, schöne Woche euch allen. Servus. Ciao, macht es gut. Danke, ciao.